Gut, dass du dich entschieden hast, dich unserem Kampf anzuschließen. Wir werden nicht eher ruhen, bis die Rabenmagd befreit ist und jeder einzelne dieser kranken Nekromanten seine Strafe erhalten hat. Aber vergiss nicht, wir gehen in die Schwarzen Lande. Das ist kein Zuckerschlecken. Da gibt's Bäume, die fressen deine Pferde auf, und wenn du nicht aufpasst, noch mehr. Da gibt's wandelnde Riesenskelette und untote Drachen und was weiß ich noch alles für krankes Zeug. Außerdem sind deine Reisegefährten nicht ohne. Wir sind im Stress und am Rande des Kollaps. Wir sagen und tun Sachen, die dich bedrücken könnten. Es ist Krieg, weißt du? Wenn dir das zu viel ist, dreh lieber um und such dir ein hübsches Mädchen oder einen netten Jungen. Trink einen Schluck Wein und lass uns machen. Wir können dich brauchen. Aber dass es dir gut geht, ist uns wichtiger. Jandrik, wo bleibst du denn? Ja, ich bin schon auf dem Weg, Mora. Wir sehen uns, Freund. Ja, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA mit Regeln aus Aventurische Meisterschaft. Und wir spielen die Splitterdämmerungs-Zyklus-Kampagne, keine Ahnung, wie es heißt, wie es korrekt heißt. Also die Splitterdämmerung, daraus das Abenteuer Träume von Tod. Und wir sind schon in der 13. Folge, also haben schon einiges hinter uns. Und wir, das sind zum Beispiel, wo fange ich denn heute mal an? Ich fange heute mal an bei Ozzy als Astanio, der Weißmagier. Praios, grüße euch. Ja, der Ozzy hat übrigens auch einen tollen YouTube-Kanal und Twitch-Kanal. Magst du kurz mal sagen, was man da finden kann? Jo, auf Twitch ist es momentan dann und hin und wieder unregelmäßig mit Dark Souls und andere Souls-like-Spiele am Start. Auf YouTube mache ich momentan kleine Animationen mit lustigen Themen oder nicht ganz so lustigen Themen, die ich versuche gelockert an den Mann zu bringen oder an die Frau. Jetzt, wo du dein Material wieder gefunden hast, nicht wahr? Nee, habe ich ja nicht. Ich habe ja nur die Hälfte davon, aber zumindest etwas. Ganz. Ja, dann haben wir den Kakko, der ist Osko Gerdenthal, unser Pereinenbovize, und hat ebenfalls Twitch und YouTube und Twitter und all das, was man braucht, um Fame zu sein. Ja, ganz genau. oder so ähnlich. Genau, ja, aktuell bei mir auch eher unregelmäßig, probiere aber zumindest die Streams wieder ein bisschen da Regelmäßigkeit reinzubekommen. Ich mache vor allen Dingen so Tabletop-Content, heißt bemale Miniaturen. Man munkelt, ich habe auch mal online live Pen and Paper gemacht, das ist immer schon ein bisschen was her, aber ich arbeite dran. Und das ist eigentlich so aktuell. Ja, prima. Dann haben wir, um die unterste Reihe hier in unserem Overlay zu vervollständigen, noch den Marot. Der spielt Jandrik und der ist ein golgarithischer Spion.
und hat ebenfalls ganz viel Zeug, auf das er euch jetzt hinweist, bestimmt. Ja, hallo, hallo. Auf meiner Seite rollenhörspiel.de ist ja bekannt, denke ich, mittlerweile. Ich habe so eine kleine Pause momentan, aber nur eine kleine, weil ich gerade ein sehr großes Projekt zusammenschneide. Da sage ich jetzt dieses Mal noch nichts und das kommt aber bald. Das ist eine Überraschung. Ja. Wenn ihr dem guten Marot, also dem Rollenhörspiel-Twitter-Kanal folgt, dann könnt ihr hin und wieder auch so kleine Einfluss nehmen auf das, was der Marot so irgendwie macht. Der fragt nämlich ganz oft und macht Abstimmungen. Und wenn ihr da so ein bisschen euer Favorite hören und vielleicht auch sehen wollt beim Marot, dann könnt ihr da ein bisschen Einfluss nehmen. Nutzt das mal. Genau, so, dann haben wir die ganzen Männer hier alle versammelt und dann fehlen uns noch die Damen. Wir haben nämlich hier zum Beispiel Elanor als Ilena, die Amazone. Rondra zum Gruß, einen wunderschönen guten Abend. Hast du auch einen Kanal? Ich bin ein bisschen auf Instagram aktiv. Just gestern habe ich noch, eigentlich eher heute noch gepostet, weil ich gestern in Köln unterwegs war. Das Wetter war so semi, aber es hat sich trotzdem gelohnt, einfach mal rauszukommen, mal frische Luft, nochmal mit Bekannten treffen. Und sonst ja, immer mal wieder ein paar Posts, auch regelmäßig, dann versuche ich es rechtzeitig zu machen, Werbung zu schalten für unsere Runde hier, wie der nächste Titel heißt und wann wir spielen. Sneak Peeks gibt es immer bei Elena. Ja, so de facto ist das immer mit dem kleinen Kommentar dazu, was ich mir so dazu denke, zu der Folge, was verlaufen könnte. Ja, also nutzt Instagram und folgt Elanor. Ja, last but not least haben wir hier noch Sierra als Mora, die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ja, und Sierra besitzt auch etliche Kanäle, auf denen man vorbeischauen kann. Was entdeckt man da? Also, wenn ihr mir im Moment auf Twitch folgen würdet, und ich hoffe, das tut ihr alle ganz fleißig, dann werdet ihr feststellen, ich habe mir einen 3D-Drucker zugelegt und bin dem Tabletop-Hobby damit endgültig verfallen und drucke im Moment ganz fleißig Miniaturen. Ja, genau, der Kako freut sich gerade. Er ist nämlich nicht ganz unschuldig an dieser ganzen Sache. Ich drucke im Moment ganz fleißig und habe das Wochenende auch zum Bemalen genutzt. Und da wird man garantiert noch viel mehr davon sehen in nächster Zeit. Also wenn euch das interessiert, Miniaturen bemalen, Miniaturen drucken, dann seid ihr auf meinem Instagram-Kanal goldrichtig. Dann husch husch alle dahin nach dem Stream aber erst. Ja. Ja, nochmal für die, die vielleicht jetzt irgendwie gerade neu sich durchgeklickt haben und hier irgendwie gelandet sind, wir spielen gleich los und wenn wir dann in Aventurien angekommen sind und uns in die Spielwelt hineinbegeben, kann es sein, dass wir nicht auf den Chat reagieren können, weil wir halt in Character bleiben wollen. Ihr werdet auch hier so gut wie gar keine spielmechanischen Dinge mitbekommen. Wir versuchen das Ganze hier so hautnah wie möglich an den Charakteren dran zu bespielen. Und da bleibt einfach manchmal irgendwie keine großartige Zeit, um auf den Chat einzugehen. Ihr könnt aber den trotzdem nutzen, um Fragen zu stellen oder sonst irgendwelche Kommentare dazulassen. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und wenn wir Zeit finden, oder dann beantworten wir auch Sachen und gehen darauf ein, aber erwartet das bitte nicht von uns. Das ja schon mal als kleine Vorwarnung. So, und außerdem das Regelsystem, habe ich ja gerade schon gesagt, wir nutzen eine abgewandelte Form des Arcana-Kartensystems. Sogar das jetzt noch leicht erweitert, weil wir uns da beim letzten Mal ein bisschen darauf geeinigt haben, dass wir noch einen extra mini-kleinen Zufallselement haben wollen. Das ist beim letzten Mal ja auch schon passiert. Und falls ihr da irgendwie mehr wissen wollt, was das Arcana-Kartensystem ist, dann schaut mal auf die YouTube-Links unten. Da habe ich das alles nochmal verlinkt. Oder ihr guckt in die Spielhilfe von DSA 5 in die Aventurische Meisterschaft. Da ist zwar nicht das Arcana-Kartensystem an sich erklärt,
sondern das Spiel von in Aventurien mit Inra-Karten, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Nur dass das bei uns das System hier weniger Karten hat als das Inra-Kartensystem. So, das vorneweg. Und wir haben in den letzten Folgen, wir sind ja schon in der 13. Folge, haben wir unsere HeldInnen begleitet aus der Ostrabenmark Richtung Todeswahl. Die Rabenmark in Aventurien ist nämlich zu unserer Zeit besetzt, also zweigeteilt und besetzt, ist der östliche Teil. Ich kann euch wie immer mal die Karte am Anfang nochmal zeigen. Das ist die Rabenmark, zumindest der Fokus auf die Ostrabenmark. Diese gestrichelte Linie auf der linken Seite ist der Todeswall, den haben unsere HeldInnen zu Fall gebracht und von der westlichen Seite haben sie damit einem Heer aus etlichen Fraktionen den Weg in die Ostrabenmark geebnet. Nun gilt es allerdings, zurückzukehren in die besetzten Gebiete und dem Heer, was sich jetzt noch am Todeswall befindet und was dort den Wall sichern soll, den Weg zu ebnen, also die Marschrouten zu sichern, Versorgungswege frei zu machen, Widerstand, wenn es geht, irgendwie abzuschwächen oder die Leute darauf vorzubereiten, dass Befreiung kommt oder so. Das ist euer offizielle Mission, zumindest die Jandrik offiziell bekommen hat. Astanio hat noch eine etwas andere Extra-Mission bekommen. Er ist seit neuestem Mitglied der Kaiserlich-Garetischen Informationsagentur und soll für diese Kraftlinienphänomene in der Ostrabenmark untersuchen. Hat dafür auch Artefakte bekommen. Und heute gehen wir wahrscheinlich, ich will es mal nicht jinxen, dass ihr doch noch auf andere Ideen kommt, zurück in die Ostrabenmark und schauen mal, was dieses verfluchte Land denn noch so für euch bereithält und welchem Schrecken ihr euch noch stellen müsst, der euch da begegnen könnte. Deswegen auch der Disclaimer vorneweg, der ist zwar jetzt in etwas lockererer Form, aber ich finde den trotzdem ganz, ganz wichtig, weil es kann hier durchaus zu düsteren Szenarien kommen und deswegen seid mal gewarnt. Es muss nicht unbedingt für jeden irgendwie ganz schlimm sein oder so, aber es kann wirklich Leuten vielleicht auch an die Nieren gehen. Von daher passt ein bisschen auf euch auf. Wie sagte Jandrik so schön, sucht euch ein nettes Mädel oder einen netten Burschen und trinkt euch einen Wein dann oder so und lasst uns machen. Das ist ganz gut formuliert, ja. Ja, und schreibt uns auf jeden Fall, wie eben auch schon im Chat, die Kommentare, wie ihr diese neuen Disclaimer findet. Wir haben da sehr viel Spaß dran und wir nehmen immer gerne noch weiteres Feedback dazu auf. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag, was Osko oder Elena sagen könnten. Denn die waren ja noch nicht. Gut, jetzt muss ich daran denken, dass ich auf Aufnehmen drücke, ne? Sonst, Recording in progress. Beschwerden. So, Aufzeichnung läuft angeblich. So. Und dann begeben wir uns in die Ostrabenmark hinein, beziehungsweise heute noch an den Todeswall. Und wir fangen heute mal ein bisschen, wie wir es vor einigen Folgen auch schon gemacht haben, damit an, dass die SpielerInnen ihre Kopfhörer abnehmen. Und ich mache ganz dann so irgendwelche Verrenkungen, wenn ihr die wieder aufsetzen dürft, weil ich ein paar geheime Informationen mit euch Chat-TeilnehmerInnen teilen möchte, die SpielerInnen vielleicht aber nicht hören sollten. Unser Blick wendet sich noch einmal
auf das Heereslager zurück. Die HeldInnen haben vor kurzem das Lager verlassen. Aber im Lager sind Dinge passiert, um die sie sich nicht kümmern wollten oder konnten oder mussten. Dennoch sage ich vielleicht, verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, dass es Kräfte gibt im Lager, die mit ihnen zu tun haben. Und so geht unser Blick nicht nur allgemein aufs Lager, sondern fährt hinein in eins der Golgariten-Zelte. Nicht in irgendein Zelt, sondern in das Zelt von Borondria, die Rabenmark gen Westen verlassen hat. Zumindest den Todeswall verlassen hat, das Lager. Ein Golgarit steht dort und räumt die letzten Dinge noch auf, die Borondria hinterlassen hat, nicht mitgenommen hat. Er wendet sich um, als ein Geräusch ihn aufschreckt. Jemand zieht die Zeltplane beiseite. Eine schwarze Gestalt, gegen das Licht kaum zu erkennen, das von draußen hereinscheint. »Wer da?« ruft er. Und dann fasst er sich an die Kehle und sackt auf dem Boden zusammen. Das Letzte, was er sieht, ist eine große Gestalt. Grotesk sieht sie aus. Ein verunstalteter Schädel. Die Arme erhoben und an beiden Armen kleine Puppen, die wie Marionetten herabbaumeln. Ein merkwürdig leises Lachen dringt an seine Ohren, während er um Luft ringt. Seine Gesichtsfarbe sich leicht ins Bläuliche verfärbt und er beginnt mit dem Todeskrampf und schließlich verstirbt. Die Gestalt schließt langsam hinter sich die Plane zum Zelt. Hoffentlich hast du es nicht mitgenommen, hört man eine Stimme. Die Gestalt geht nach vorne, dorthin, wo der Mann eben noch gestanden hat, berührt ihn auf der Haut, auf der Stirn, und er schlägt die Augen wieder auf. Gerade noch tot, jetzt wieder lebendig. Such mir das Artefakt. Ja, Meister. Und hier verlassen wir das Zelt wieder, voller Schrecken, ob der Gestalt, die so grotesk verzerrt, nichts Menschliches mehr an sich hat. Ein Dämon mitten im Golgaritenlager. Und unser Blick bewegt sich dann ein paar Meilen weg vom Golgaritenlager, schwebt zuerst nochmal über dem Lager, er dreht ein paar Runden wie ein Vogel, vielleicht ein Rabe. Und dann sieht man den Treck, der gen Osten reist, bestehend aus 5 Personen, unseren 5 Heldinnen. Wie reist ihr denn in den Osten? Wie sieht das aus bei euch? Ich denke, Mora würde an der Spitze reiten und das Tempo vorgeben und auch die Richtung. Jandrik hatte dahinter den Blick stur gerade nach vorne. Er hat sehr wenig gesagt
auf dem Weg bis jetzt. Er wirkt steif und irgendwie in sich gekehrt. Ja, und reitet voran. Osko bildet das Zentrum des Trosses, hat sich in seinen neuen, also aus seinen neuen Roben gekleidet, hat sich einen gewöhnlichen Mantel umgeworfen und probiert sich wacker auf seinem Pferd zu halten, denn er ist nicht oft geritten bisher, in der ganzen Zeit. Probiert aber nebenbei immer mal wieder einen Blick in eines seiner neuen Bücher zu erhaschen, die er von Perdan bekommen hat. Und ja, versucht sich halt im Zentrum der Gruppe zu halten. Ja, Elena reitet dann hinten mit neben Astonia, führt vielleicht auch sein Pferd ein bisschen, weil sie gemerkt hat, dass es irgendwie die Orientierung manchmal ein bisschen gefehlt. Jetzt in den letzten paar Stunden hat ihm die Orientierung gefehlt. Sie hat tatsächlich dann noch kurz entschlossen vor der Abreise ihren Brustpanzer wieder ausgezogen, den zusammen mit dem Helm in die Decke geschlagen, dass jetzt als Rolle hinten auf dem Pferd drauf liegt, um halt nicht ganz so sehr aufzufallen. Beim Arm- und Beinschienen trägt sie noch, die sie allerdings auch mit Dreck bedeckt hat, einfach um nicht so aufzufallen, dass es nicht so blinkt. Doch sie schweigt, sie ist in Gedanken, weil irgendwas scheint passiert zu sein. Sie denkt ja darüber nach, auch über das Gespräch, was sie noch letztes Mal mit Astonia geführt hat. Ja, lässt sich einfach auf dem Pferd hin und her schaukeln. Genießt es, wieder auf einem Pferd zu sitzen. Das merkt man ihr dann doch irgendwie an, dass es sie da wieder in ihrem Metier drin ist. Das Wetter hat aufgeklärt. Schnee liegt auf dem Boden. Und als ihr über das Schlachtfeld, das ehemalige Schlachtfeld, auf dem damals so viele Grauen euch erwartet hatten, jetzt entlang reitet, könnt ihr gar nicht so genau sehen, was auf dem Boden ist, weil der Boden von einer dicken Schneedecke überwuchert ist. Vielleicht löst das in dem einen oder anderen von euch mulmige Gefühle auf, weil es Fallgruben gab und Dinge, die aus dem Boden gekommen sind. Aber es geht alles gut und ihr könnt das Feld überqueren, an der eingefallenen Hütte vorbei, wo ihr damals den Bund geschmiedet hattet. Und als ihr diese Hütte passiert, macht sich ein merkwürdiges Gefühl unter euch breit. Diese fast schon übernatürliche Stärke, die ihr damals fühltet, die euch verbunden hat, scheint irgendwie verflogen. Alle reiten für sich. Die Abstände sind viel größer, als sie sein müssten, nach vorne, zur Seite. Irgendetwas liegt unausgesprochen zwischen euch und hat irgendeinen Keil zwischen euch geschlagen, obwohl einige von euch nicht genau wissen, was passiert ist. Aber das Gefühl ist stark, dass irgendetwas nicht richtig ist hier. Ob es das Land ist, ob es die Rückkehr ist, die Angst vor dem, was kommen wird, die unsichere Zukunft, oder ist es wirklich nur eine vorübergehende Gabe der Götter gewesen damals und das, was ihr jetzt spürt, ist einfach der Verlust dessen. Mora reitet weiter voran. Sie reitet langsamer, als es vielleicht möglich wäre. Aber sie gibt Acht. Gerade die geschlossene Schneedecke macht sie misstrauisch. Sie wählt den Pfad mit Bedacht, hält sich an die Wege, die sie kennt, nimmt sich Zeit und hält Ausschau, lauscht auch oft. Manchmal lässt sie sogar die ganze Gruppe kurz zum Stillstand kommen, nur um kurz zu lauschen und dann wieder anzureiten. Und so vergeht eine ganze Weile. Sie ist sehr konzentriert, vielleicht merkt sie auch gar nicht diese eiskalte Stimmung in der Gruppe. Denn sie macht hier ihren Job. Das, was sie immer getan hat. Aufmerksam nach vorne reiten, sich absichern, immer wieder rückversichern, ob nicht doch irgendetwas im Gebüsch lauert
oder im Unterholz sich regt. Und so reitet sie weiter. Mora, ist es fast schon unnatürlich ruhig hier. Mora war schon einige Male in der Nähe des Schlachtfeldes, wenn auch nur ein einziges Mal richtig darüber gelaufen, war schon öfters in der Nähe. Und immer wieder gab es Erscheinungen, Geister, Stimmen, merkwürdig entstellte Wesen in den kleinen Büschen und Wäldern davor. Die merkwürdige Laute von sich gaben. Generell hast du noch nie so einen klaren Tag gesehen, seit du dich zurückerinnern kannst in der Ostrabenmark. Kaum ein Wölkchen ist am Himmel. Es ist sehr kalt. Der Wind weht euch vom Osten entgegen. Aber es ist ruhig. Außer dem Pfeifen des Windes zwischen den Bäumen ist nichts zu vernehmen. Und selbst das Pfeifen ist ruhig, bedächtig, friedlich und nicht so wie früher mit einem Unterton des Heulens oder Wehklagens versehen. Und das ist sehr ungewohnt für Mora an dieser Stelle. Ja, so richtig will sie es, glaube ich, erstmal nicht glauben. Gerade hier, wo so viel Schreckliches passiert ist, auf diesem Schlachtfeld in der Nacht, bevor sie dann in den Wall gegangen sind. Und diese Ruhe, vielleicht erfüllt es sie erst mit ein wenig Unbehagen und macht sie sogar misstrauisch. Aber als dann doch nichts passiert und doch nichts auf sie lauert, kann sie sich ein wenig entspannen. Und dann wirft sie dann doch immer mal wieder einen Blick über die Schulter. Lässt den Blick über ihre Mitreisenden schweifen. Und dann merkt auch spätestens sie, dass irgendwas im Busch ist. Keine Gespräche, nur das Nötigste. Sie lässt sich ein wenig zurückfallen, bis sie dann Seite an Seite mit Jandrik reitet. Und sie sagt aber erstmal nichts und starrt ihn eine Weile an. Jandrik ist so tief in die eigenen Gedanken versunken, dass er zwar durchaus wahrnimmt, dass sie neben ihm reitet, aber sie ignoriert. Er schaut nach vorne, schaut auf den Weg, stellt sicher, dass kein Hinterhalt hier lauert. Gerade als er während der Hütte vorbeigeritten sind, war er besonders wachsam. Er traut diesem Land nicht. Er hat keine Zeit, sich um anderen Unsinn zu kümmern. Hinter Jandrik und Mora reitet Osko. Bekommt das mit, wie die beiden fast schon höchst angestrengt nach der Umgebung sich umsehen, horchen, immer wieder den Blick fokussierend in die Ferne richten. Osko kneift die Augen zusammen, schaut ebenfalls immer nach links und nach rechts, den Horizont entlang, über diese toten Ebenen und steckt das Buch, über dem er mehr schlecht als recht und halbherzig die letzte Zeit gehangen hat, wieder weg, um sich etwas von diesem Horror, der hier zu ihren Füßen liegt, abzulenken. Und schaut jetzt selbst einmal nach hinten zu Elena. Elena nickt so, hey Osko, alles okay bei dir? Ja, Moment. Und Osko lässt sich etwas zurückfallen auch. Dann treffen sie sich in der Mitte. Elena hat gerade ihr Pferd auch angetrieben, um ein bisschen vorne aufzuschließen. Sieht dementsprechend das Pferd von Astanio je nachdem mit. Sie ist am Zügel führt, wenn Astanio nicht selber, dann reitet er selbst und da lässt er sich dann. Ist alles gut bei euch? Ja, irgendwie, Astanio wirkt bedrückt, aber wenn er nicht reden will, dann kennst du ihn, er ist manchmal ein bisschen dickköpfig.
Er soll schon von sich selbst herauskommen. Ich lasse ihn noch mal eine Weile, aber... Ich meinte auch eher dich. Wie wir ja. Alle sind nicht bedrückt. Hm. Auch ich kann mich davon nicht ausnehmen. Nee, irgendwas ist anders als zuvor, weißt du, dies... Erinnerst du dich an das Gefühl, nachdem wir gebetet hatten vor der Hütte des Nekromanten um das Feuer? Ja, unser Kreis, ist, ja. Ja, aber irgendwie ist ja, ich war mir nicht sicher, ob es schon im Lager irgendwas passiert ist. Da hatte ich schon so ein Gefühl, ob das irgendwie da was, als dieses Licht, was das Gebet mit uns, in uns entfacht hat, schwächer geworden ist. Aber jetzt scheint das irgendwie ganz verschwunden. Gänzlich erloschen. Es ist ein unangenehmes Gefühl, gerade auch mit der Ruhe, die hier herrscht. Das ist ja auch, du kennst es ja auch immer wieder, es war immer eigentlich immer irgendwo hat was geknackt und es flüstert nur der Wind durch die Bäume. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist so, als wenn der Schnee unter seiner Decke alle Geräusche begraben hätte. Mhm. Aber ich glaube, da hast du recht. Das hat nichts mit dem Schnee zu tun. Oder mit dem, was hier unter dem Boden lauert, oder nicht. Das ist eine innere Kälte. Irgendwas muss vorgefallen sein. Mhm. Hast du etwas mitbekommen? Hm. Ich bin, nachdem ich mich mit Asterne getroffen hatte, sind wir noch zurück zum Schmied, bevor wir zu euch zurück sind. Und Asterne wollte noch irgendwie sich mit Jandrik unterhalten, aber er hat nichts Genaueres gesagt. Er hat sich er hat sich einen Helm und eine Lederrüstung geholt und jetzt hat er es nicht dabei. Der ja, Trollo. Das einfach ist nicht, wo er es hingetan hat. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ja, er wollte mir nicht sagen, was er vorhat. Also, ich habe absolut. Ich meine, die beiden haben seit wir los sind vorher schon nicht miteinander geredet. Astanio kam ja alleine ein paar Minuten nach Jandrik mit den Pferden. Naja. Ich find's. Vielleicht geben wir ihnen erstmal Zeit. Ja. Wir sollten selber überlegen, was wir jetzt tun sollten. Haben wir eigentlich schon ein Ziel, wo wir jetzt hinreiten? Als erstes? Nein, aber ich denke, das machen die beiden geradeaus. Und Osko deutet nach vorne, wo sich gerade Mora und Jandrik unterhalten. Ich muss sagen, ich kenne mich halt auch nicht gut aus. Wir sind damals etwas weiter nördlich ins Land gekommen. Ja, die Frage, wo will Mora als erstes hin? Darüber haben wir ja auch nicht gesprochen, was unser erstes Ziel ist. Reisen wir direkt nach Neu-Ogrinwacht? Schauen wir nach den Kindern? Ich denke, wir sollten auf jeden Fall zu den Kindern, oder? Ich meine nicht, dass ich der alten Dame nicht trauen würde, aber... Sie ist schon etwas seltsam. Mhm. Nun gut, vielleicht... Ja, du weißt schon, kannst du... Und Osko nickt mal mit dem Kopf nach hinten. Mal mit ihm reden. Nicht schon wieder. Ich glaube, ich habe... Oder meinst du, dass ich es mal versuchen soll? Ja, ich glaube, das ist besser, wenn du es mal versuchst, weil ich habe das Gefühl, manchmal drehen sich unsere Gespräche im Kreis, egal wer mit ihm redet. Er kümmert sich immer so sehr macht sich immer so sehr Gedanken um uns alle anderen und vergisst dabei sich selber. Das ist... Osko nickt mich... Ich weiß, was du meinst. Vielleicht tauschen wir mal Position. Ja, mach das. Rette doch mal vor. Ich krieg das mit dem Pferd schon hin. Klar, ich meine, ich habe dir auch die ruhigste ausgesucht, so nach meinem Ermessen. Ja, ich glaube, ich freue mich schon so langsam mit dir an. Das ist eine gute Stunde. Yes, man braucht immer ein Weilchen. Und ich bin auch nicht mit meinem hier auch noch nicht so ganz warm. Ich glaube, wir verstehen uns so langsam, oder? Und Osko streichelt einmal seiner Stute über die Seite. Gut, dann... Ein wohltuendes Schnauben erntest du. Ja. Siehst du? Nun gut, dann reitest du vor. Ja. Ich suche mal den passenden Moment. Viel Glück. Aber du findest immer die passenden Worte. Jetzt langsamer. Komm.
Und Osko würde sich etwas zurückfallen lassen, um dann wieder den Gänse- oder Pferdemarsch wieder gerade zu machen. Ascanio reitet mit gesenktem Blick und geknicktem Körper still den Weg entlang und achtet nicht auf Osko. Osko dreht sich deutlich nach hinten und würde versuchen, ohne vom Pferd zu fallen, sich Ascanio mal genauer anzuschauen. Kennt man irgendwas in seinem Blick? Eine Mischung aus Trauer, Wut und ein Tropfen Gleichgültigkeit. Was Osko außerdem erkennen kann, was ihm auffällt, wenn er sich Ascanio genau anschaut, zuerst einfach nur den Blick musternd, und dann fällt dir auf, als du einmal ausatmest, vielleicht ein Seufzer ausstößt, weil dir dieser Blick ein bisschen wehtut, auch von diesem Mann, dass du vor deinen Augen deinen eigenen Atem sehen kannst, als du ausatmest. Du siehst dann auch den Atem der Pferde und der Leute, die vor dir reiten. Aber keinen Atem bei Ascanio. Osko dreht sich um, beobachtet nochmal dieses Phänomen, beobachtet dann den Tross, der vor ihm liegt, und würde sich einmal weiter fallen lassen. Dann mit einiger Verspätung hörst du das Atemgeräusch von Ascanio, was er vor ein paar Augenschlägen gemacht hat. Und es hallt in deinen Ohren wieder und macht einen ganz merkwürdig lauten, ausatmenden, fast schon kreischenden Laut. Du schaust dich erstaunt um, die anderen scheinen es nicht wahrzunehmen. Und dann passiert etwas, was alle wahrnehmen können, denn ein lautes Knacken geht durch die Runde. Im Gepäck von euch gibt es ein lautes Knack. Mora lässt das Pferd langsamer werden und wirft einen Blick über die Schulter. Gibt es irgendein Anzeichen, woher dieses laute Geräusch kam? Das Knacken, was am lautesten war für dich, ist aus deinem eigenen Gepäck gewesen. Sie bringt das Pferd zum Stehen und rutscht im Sattel herum und schaut auf ihre Taschen. Jendrik, der erst ein bisschen weiter geritten ist, wird nun auch langsamer, dreht das Pferd. Was ist los? Irgendein merkwürdiges Geräusch. Auch Jendrik hat es vernommen, das Knacken. Am lautesten aus seinem eigenen Gepäck. Osko steigt von seinem Pferd ab. Knirschend, der Schnee unter deinen Füßen. Ich nehme meinen Rucksack, beziehungsweise meine Tasche, und würde einmal hineinschauen, ob noch alles da ist. Das prominenteste und größte Gepäckstück, was ihr alle noch bei euch tragt, sind die Speere, die Ascanio für euch gemacht hat, mit den Götterzeichen. Und auf den ersten Blick ist schon zu erkennen, was wohl bei Osko den Knack verursacht hat. Ein großer Riss geht genau durch den Speer mitten durch das Götterzeichen. Osko greift in seine Tasche und holt den Speer hinaus. Er ist gebrochen an dieser Stelle. Mora zieht dann auch den
Speer aus ihrem Gepäck und findet wahrscheinlich das Gleiche vor. Jan trägt den seinen. Schaut ihn Riss an. Lena wird dann auch halt das Pferd anhalten und bei ihrem schauen. Sie hat ja ihr Ritterzeichen tatsächlich selbst geritzt. Ist ihre auch zerrissen? Alle Götterzeichen sind zerrissen. No. Wir sind im Osten. Mhm. Das merkt man wieder. Warum haben sie durch den Wall gehalten und jetzt gehen sie kaputt? Wo trägt Jandrik den Ring bei sich? Ich meine, den hatte er Astanio gegeben. Schon dann merkt eine Weile. Dann merkt Astanio in genau diesem Augenblick, wo alle sich nach ihren Speeren umschauen, ein leichtes Wärmegefühl von dem Ring. Astanio kommt aus seiner Lethargie und betrachtet seine Hand. Ist mute. Der Ring scheint leicht zu glimmen. Nur ganz leicht. Als hätte irgendjemand ihn mit ein bisschen Feenstaub oder so etwas bestreut. Kleines Glitzern. Könnte aber auch die Sonneneinstrahlung sein, die gerade sich darauf widerspiegelt. Obwohl eigentlich ist er sonst zu matt dafür, alles so stark zu reflektieren. Und als du genauer den Ring hin und her wiegst, gibt er ein leichtes Vibrieren von sich. Und für die anderen sieht es vielleicht gerade so aus, dass Tanios Hand ein bisschen zittert. Astanio, was ist los bei dir mit dem Ring, mit deiner Hand? Er ist warm und er vibriert. Vielleicht solltest du ihn ausziehen, bevor dein Finger das macht, was unsere und Elena halt ihren Speer hoch, unsere Speere gemacht haben. Sie sind zerbrochen. Wir müssen irgendwas. Sollte eine Rast einlegen und vielleicht mal reden. Weil Speere zerbrochen sind? Weil die Wir Stimmung haben keine zwischen Zeit dir. Für sowas. Du mal mit keine Zeit, keine Zeit. Die Stimmung zwischen dir und Astanio ist eisig, Astanio ist eisiger als jemals zuvor war. Ich würde gerne wissen, was da los ist. Jandrik schaut sie verwundert an. Wir reiten weiter. Oskar, sag mal, wenn ich das richtig verstehe, diese Speere, die Göttersymbole sind durchtrennt. Sie haben keine Wirkung mehr, richtig? Das kann ich nicht genau sagen. Ich kann andersrum auch nicht sagen, ob sie jemals vorher Wirkung gehabt haben. Aber ich sag mal, und dabei schaut Osko gen Himmel, irgendwie ist das schon merkwürdig und kein gutes Zeichen. Am wolkenlosen Himmel seht ihr die Preios-Scheibe hoch über euch stehen. Für mich ist das eine klare Botschaft, dass uns diese Speere nicht mehr schützen können. Und er lässt seinen in den Schnee fallen. Reiten wir weiter. Und reitet los. Ja, Mora schwingt sich auch wieder in den Sattel und treibt ihr Pferd an. Ein gebrochener Speer ist mir zu nichts mehr nütze. Ja, Elena nimmt ihren Speer tatsächlich doch mit, auch wenn er gerissen ist. Oskar wird den Speer auch behalten, wird ihn wieder vorsichtig zurück in seinen Rucksack stecken. Und er würde sich wieder konzentrieren, ob er immer noch dieses Atmen hört. Inzwischen atmet Astanio völlig normal. Auch der Hauch vor seinem Gesicht, ob der Kälte, ist deutlich sichtbar jetzt. Astanio wird so, dass es eventuell nur Osko merkt, den Speer, der zur Hälfte zerbrochen ist, von Jandrik aufnehmen und ihn sauber in sein Päckchen packen.
Osko wird sich ein bisschen nach hinten fallen lassen, wenn der Tross sich wieder in Bewegung setzt. Und dann versuchen, neben Astaio Schritt zu halten. Ein leichtes Schauergefühl überkommt dich, zu dem du ihm reitest. Kann aber auch die Kälte sein, die jetzt durch deinen Mantel dringt. Astaio? Astaio grunzt. Könnt ihr noch einmal ausatmen? Haucht auch einmal nach vorne. Macht's einfach, ist nicht schlimm. Astaio atmet einmal aus. Ihr hattet vorhin keinen sichtbaren Atem. Wisst ihr das? Vielleicht geht mein Atem inzwischen unregelmäßig. Nein, das war anders. Sieht doch euer Pferd. Ich meine, immerhin halbwegs regelmäßig sieht man doch die Luft. Bei euch hat man gar nichts gesehen. Bis zu diesem Knacken. Woran habt ihr gedacht in dem Moment? Sanjo schaut dich mit trüben Augen an. Osko fokussiert Astaio mit dem Blick. Astaio? Eure Augen. Ja. Sag mir, wie könnt ihr sehen? Eure Augen wirken etwas bleich. Nun, ich würde sagen, dass ich gerade gut und gerne gegen einen Baum laufen könnte. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Um die Gruppe nicht aufzuhalten. Die Gruppe nicht aufzuhalten, super. Warte mal, ich komme etwas näher. Und Osko versucht, seine Stute näher an Astaios Pferd zu lenken. Osko, das brauchst du nicht. Wie lange ist er schon so? Schaut einmal nach oben. Astaio seufzt genervt auf, schaut nach oben. Seit 2 Stunden oder mehr, keine Ahnung. Astaio, was ist los? Also, neben euren Augen. Das ist übrigens hoch beunruhigend. Das müssen wir weiter beobachten. Wenn es schlimmer wird, müsst ihr mir Bescheid geben. Ja, ich habe eine Vermutung, woher das kommt. Und die wäre? Wann ist das erste Mal passiert, dass ich nicht sehen konnte? Ich hatte es. Im Wall. Ja? Nach der Flammenaktion. Ich habe gezaubert. Dann habe ich einen Trank bekommen von Magister Rattle, der die Energie wiederhergestellt hat. Ich konnte wieder sehen. Ich habe wieder gezaubert. Meine Augen sind trüb. Euer Augenlicht ist an eure Magie gebunden, wollte ich mir damit sagen. Ich denke, ich habe es im Wall einen Ticken übertrieben. Der letzte Zauber hätte nicht sein dürfen. Und das scheint eine Reaktion darauf zu sein. Und ich vermute ganz, um ehrlich zu sein, dass dies bedeutet, dass ich wahrscheinlich nicht mehr richtig zaubern kann, ohne dass ich ein blinder Fisch bin. Ich
ausgeschaut in Richtung der Sonne. Ein Sonnenstrahl bricht sich in einem, in einer Art, ja, über, durch, wenn du Richtung Sonne schaust, so direkt in die Sonne wirst du ja wahrscheinlich nicht schauen, aber ein Sonnenstrahl bricht sich so durch dein, dein Blickfeld und landet merkwürdigerweise auf Astanios Gesicht, so ist zumindest der Eindruck, den man bekommen könnte. Ausgeschaut gen Himmel zu Astanio. Was habt ihr gemacht, dass ihr Preios verärgert habt? Hat es übertrieben, aber da muss noch mehr hinterstecken. Sonst wären doch viele Magier blind. Hm. Du kannst dir die Magie vorstellen, wie... Und Astanio sucht nach einer Metapher. Nehmen wir das so. Ein Glas Heiltrank. Oder besser ein Elixier. Ja. Trinkst du es aus, ist es leer. Und wenn es leer ist, kommt nichts mehr raus. Du kannst dir vorstellen, dass das mit der Magie dasselbe ist. Und ich war schon nach dem Flammenschwert leer. Oder vor dem Flammenschwert, so rum. Wie auch immer, habe ich Reserven reaktivieren können. Keine Ahnung wie. Aber das, ich würde sagen, die beste Metapher wäre, die Trinkflasche ist zerbrochen und tropft. Und langsam sammelt es sich wieder. Richtig, aber langsam. Ich verstehe. Wir müssen das auf jeden Fall beobachten. Aber sollte es schlimmer werden, gebt mir Bescheid. Oder irgendeinem anderen von uns. Natürlich. Ansonsten, es ist nicht die Blindheit, die dich betrübt, oder? Nastanio schaut dich wieder mit seinen trüben Augen an. Man kann sie nicht alle retten. Und wendet sich dann von dir ab. Nun gut. Ich verstehe. Und Oskar reitet wieder vor. Erreichst, glaube ich, zunächst Ilna. Die hinter Mora und Jandrek noch reitet, oder? Ja. Die reitet dann auch, guckt auch so ein bisschen in der Gegend rum, seufzt ein paar Mal und ja, konzentriert, versucht sich nicht auf das Gespräch hinter sich zu konzentrieren, weil irgendwie hängt sie ihren eigenen Gedanken nach, was ist das Ziel und so. Und sie überlegt gerade auf ihr Pferd ein wenig anzutreiben, nach vorne zu kommen, als dann Oskar aufschließt. Oh, da bist du ja wieder. Mhm. Und? Hast du irgendwas erfahren? Von unserem alten Grießkram. Hm, nicht viel. Aber er scheint tiefer zu sitzen als sonst. Ich denke mal, wir sollten ihm ein bisschen Zeit geben. Mhm, definitiv. Irgendetwas brodelt noch unter seiner Haut vielleicht. Rückt er mit der Zeit damit raus? Nicht nur bei ihm. Lena nickt nach vorne Richtung Jandrik. Bei unserem anderen Jungspund. Also bei Jandrik auch. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Er hat ja wirklich Hummel im Hintern. Ja, hatte er quasi immer. Mhm. Ja. Ich. Naja. Vielleicht wird es anders, wenn wir ein Ziel vor Augen haben. Hatte Mora irgendwas gesagt in der Zwischenzeit? Nee, ich wollte gerade nach vorne reiten, als du aufgeschlossen hast.
Hast du noch ein Auge auf Ostanio? Ich sowieso. Sagen wir, er hat vielleicht ein paar Probleme beim Reiten. Deswegen, ich passe auf ihn auf. Ich weiß, aber die Pferde sind ja eigentlich immer so, dass sie Herdentiere sind, wenn er nicht gerade das dann links oder rechts lenkt. Alles gut. Sollte das Pferd einfach den anderen hinterherlaufen. Die Lena dann gibt dann ein bisschen Gas und trappt ihr Pferd nach vorne, schließt zu Mora auf, wenn sie. Nun, Frau Führerin, welche Richtung geht es? Hast du schon ein Ziel? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen in den letzten Stunden. Wir sind einfach wieder mal drauf los. Es hat auch keinen Unterschied gemacht. Wir sind noch an keiner wichtigen Gabelung vorbeigekommen. Aber in etwa einer Stunde wird sich der Weg nochmal gabeln. Dann müssen wir uns entscheiden, ob wir nach Neu-Ogrenbach reiten oder den Weg einschlagen zu Esmeralda, der alten Dame. Ich denke, wir sollten zu Esmeralda reiten. Das, was Priodor in seinem Brief geschrieben hat, dass wir auf die Kinder achten sollen. Mhm. Ich denke, sie sind dort gut aufgehoben. Aber ich kann auch verstehen, wenn du zu deiner Tochter willst. Ich will einen kurzen Blick auf sie werfen. Ja, einfach mal nachschauen, ob wir sie nicht mitnehmen können. Wir sie auch nicht. Nein. Sie sollten dort bleiben. Wenn sie dort, sie sind dort abgelegen. Der Hof, den kennt niemanden. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass sie magisch begabt sind, diese Kinder. Wenn jemand sie finden will, findet er sie gerade mit dem Zeichen, das sie tragen. Aber wohin mit ihnen? Außer zurück. Wir schicken Nachricht. Westen. Wie haben wir eigentlich irgendwas erhalten, um Nachricht in den Westen zurückzuschicken? Das heißt, wir müssten jemand reiten und die Nachricht überbringen. Wir bringen sie halt mit dem Karren hin. Wir haben genug Pferde, dass wir eins von den Karren spannen und die Rest begleiten, nebenher reiten. Wir können versuchen, sie in den Westen zu bringen. Dort wären sie jedenfalls sicherer. Es ist halt die Frage, was die Prioten mit den Kindern anstellen, wenn sie das Zeichen Borowards auf ihre Brust tragen. Ich bin in meinem Leben noch nie auf einen Prioten getroffen. Der eine auf dem, das Weiß, der auf dem weißen Pferd vom Wall, der den das Auge vor die Füße geschlagen hat. Und derjenige, der Astanio ausgepeitscht hat. Und dann noch der, der im Rat, im Gericht saß mit. Also, es sind aber keine. Der Ankläger. Ja, ich glaube. Nein, der Ankläger tatsächlich nicht, aber der Mitkläger, der Nebenkläger. Aber die sind keine spaßigen Zeitgenossen, gerade die nicht, wenn er so. Das heißt, sie sind nur in Sicherheit, wenn sie im Verborgenen bleiben. Ja. Das ist jetzt so gerade. Das ist alles schwierig. Ja. Vielleicht können sie noch eine Weile dort bleiben. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie das. Bis wir irgendeinen anderen, besseren Ort gefunden haben oder eine andere Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Mhm. Dann nach Neu-Ogrenbach. Aufräumen. Das ist die erste Siedlung. Ja. Ich denke mal, die werden sie auch kennen. Müssen wir schauen, ob wir was noch steht. Ob wir die beiden Priester dann für Tagunia und Rother ausgeschaltet kriegen. Ich meine, Rother war nie groß, hat uns nie groß in Schwierigkeiten gebracht. Sie hat einfach die Dinge laufen lassen. Wir hatten unter ihr gab es mehr Freiheiten. Du hast es ja auch anfangs noch ein paar Mal mitbekommen, aber viel zu viele Jahre war Tagunia an der Macht. Es wird Zeit, dass ihr es beendet habt. Zwei, dreimal Kontakt zu ihnen, aber ich glaube, ihr, die in Neu-Ogrenbach gewohnt habt, kennt sie deutlich besser.
Mich beunruhigt halt, dass Rotherr wieder aufgestanden ist, aus welchen Gründen auch immer. Er war ja tot. Mir graut es aber auch davor, meiner Tochter wieder gegenüberzutreten, wenn ich sie wieder zurücklassen muss. Ich weiß nicht, ob ich also bist du dagegen? Zuerst mal Reiter zu reiten? Astani wird nach den Kindern gucken wollen. Nein, nein, nein. Ich habe dich gefragt. Nicht, was Astani will. Ich habe dich gefragt. Ich würde mir schon gern versichern, dass es meiner Tochter gut geht, nur wenn ich sie jetzt wieder alleine lasse. Ich weiß nicht, ob sie nichts Dummes anstellt, weißt du? Du fürchtest dich nicht davor, sie zu sehen, sondern du fürchtest dich davor, sie wieder nicht zu sehen. Ja. Ich würde sie in den Westen bringen, aber selbst da würde sie nicht aufgehalten kriegen, mir immer nachzulaufen, dieses... Ich denke, aber da ist der Versus auf jeden Fall sicher. Das ist eine gute Idee, Elena. Ich meine, diese Chance, sie in den Westen zu bringen, hattest du wahrscheinlich zuvor noch nie. Jedenfalls nie mit einer solchen Gewissheit, dass der Weg auch nur ansatzweise ungefährlich sein könnte. Wo bringe ich sie dann im Westen hin? Im Heerlager kann sie nicht bleiben. Ich müsste tiefer in den Westen reiten. Das wäre... Ich kenne die Strukturen nicht, die im Westen sind. Es gibt Sankt Boronia, aber das sind auch nochmal 2-3 Tage vom Wall aus. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Es ist Ewigkeiten her, dass wir da vorbeigeritten sind. Vielleicht könnte Jandrik ja etwas mit der Eminenz aushandeln. Ich meine, wir gehen auch irgendwie für sie hier in den Osten zurück, oder? Ja. Ich meine, ein paar Rückversicherungen darf man dann doch einfordern. Naja, aber ich unterstehe ja am wenigsten genauso wie du. Wir sind die Einzigen, das habe ich mit... Ich habe es ja auch schon gesagt, wir beide sind die einzig Freien. In unserem Grüppchen. Auch frei von Zusicherungen und Garantien? Frei von Lohn? Das nicht. Ich meine, darüber bist doch gar nicht gesprochen worden. Also bei mir ist das grundlegend egal, was für mich und rausspringt. Machen Arbeit bisher unbezahlt. Das ist eine eigentlich ganz gute Verhandlungsbasis. Du hast einen Hebel. Du bringst einen Einsatz und stellst Bedingungen. Was willst du verlieren? Mehr als Nein sagen kann niemand. Verhandlungen, Elena. War ich nie gut drin, deswegen war ich auch immer im Kämpfen. Ja. Auch das werden wir noch sehr gut gebrauchen können. Aber sowas von. Wollen wir dann eine Gabelung machen wir dann kurz Rast. Dann werde ich vielleicht auch, denke ich, mit Jandrik sprechen, wie er das sieht, ob das eine Möglichkeit wäre, wenn ich gerade die 3 Tage investiere und zurückreite, um dann wiederzukommen. Also sie ins Heerlager bringe und dann, dass jemand von dort aus nach Santa Borondria bringt. Auch wenn sie den Leuten wahrscheinlich tierisch auf den Keks gehen wird. Nicht dein Problem. Ja, später vielleicht dann doch schon. Aber sie wird, ich weiß nicht, wenn die dort trainiert wird, ist sie auf jeden Fall Beschäftigung und vielleicht auf andere danken, wenn sie sich endlich wirklich mal mit anderen Kindern vernünftig prügeln kann und vielleicht auch eine echte Waffe in die Hand bekommt. Ich bin gespannt, was für Unfug sie bei Esmeralda angestellt hat. Daran will ich gar nicht denken. Oh. Mich würde eher interessieren, was Esmeralda ihr beigebracht hat. Ja. Jetzt schau nicht so besorgt. Die alte Dame ist nett, schon immer gewesen. Und bitte, wenn sie Kuchen anbietet, er ist köstlich. Sie weiß, dass er nicht köstlich ist. Es ist egal. Ja. Auch das ist Lügen auf beiden Seiten. Man braucht das. Das ist so... Brauchst du mir nicht zu sagen. Ich bin 17 Jahre in diesem vermaledeiten Land gewohnt.
Du machst doch da nicht tagtäglich nichts anderes mit deinem Geschäft. Du bist ja noch weiter rumgekommen wie ich. Deswegen, der Kuchen schmeckt. Auch wenn beide Seiten wissen, dass es nichts ist. Ja, aber sie hat ja schon gesagt, dass sie diese Heuchelei nicht abgern, aber es ist irgendwie, naja. Und Mora verdreht nur die Augen und lächelt. Gut, ich lass mich mal wieder zurückfallen, gucken, dass Astanio nicht vom Pfad abkommt. Wir sehen uns dann gleich. Mora nickt nur. Die Lena schlägt ja auch nur so ein dir so ermutigend nochmal einen kleinen Klaps, ne? Für die Freiheit. So reitet ihr weiter und kommt tatsächlich nach gar nicht allzu langer Zeit an die Weggabelung, die Mora schon beschrieben hat. Jandrik zuerst, weil er ja weiter am weitesten vorne ist inzwischen. Dann hält er an und dreht das Pferd, wartet auf die anderen. Es ist dort ein, ja, eine Wegmarkierung zu sehen, ein hölzernes Schild, etwas wettervergilbt. Ein Pfeil zeigt Richtung Neu-Ogrin-Wacht, wobei das Neu extra schief und krumm ergänzend auf das Schild eingeritzt ist. Der andere Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung und ist verblichen, ausgeblichen. Man kann die Gravur nicht mehr vernünftig lesen. Mora nickt Jandrik nur zu, als er das Pferd zum Stehen bringt. Richtig so, wir machen hier erst einmal Rast. Und hält dann auch ihr Pferd an und bedeutet es, den anderen ihr gleich zu tun. Steigt aus dem Sattel und trinkt ein paar Schluck. Horcht ein bisschen in den Wald. Dann hörst du ein merkwürdiges, fiependes Geräusch zuerst, dann ein Rascheln im Gebüsch. Und dann huscht etwas rotpelziges Kleines an dir vorbei. Er klimmt den Pfosten, der zu dem Schild hochführt, und dann sitzt oben auf dem Pfeil Richtung Neu-Ogrin-Wacht ein kleines, mit einem buschigen Schwanz versehenes Eichhörnchen und schaut wie von einem Thron auf euch herab. Sammelst du die letzten Vorräte, bevor der Winter einbricht? Und Mora nestelt in ihren unzähligen Taschen des Mantels und schaut, ob sie noch irgendwo ein paar Nüsse oder irgendwas hat. Kramt wahrscheinlich nur ein paar Körner hervor und wirft sie in den Schnee. Das Eichhörnchen schaut, was du machst, bewegt sich aber nicht weiter, bleibt oben sitzen. Ah, zu scheu. Ach, Jandrik ist vom Pferd gestiegen, bindet es irgendwo an, holt einen Wasserschlauch hervor, trinkt davon, schaut dann zu den anderen, wie sie ankommen. Langsam müssen wir mal darüber reden, was wir eigentlich als nächstes machen. Die Überlegung war, zur alten Dame zu reiten und dort nach dem Rechten zu sehen, bevor wir vielleicht nach Neu-Ogrin-Wacht reiten. Wie viele Dörfer gibt es hier in der Gegend? Hier am Rand ein paar. Nicht unzählige. Wir werden zu ihnen müssen. Wenn die Armee kommt, müssen wir zumindest wissen, was in diesen Dörfern ist. Und am besten gleich Verbündete finden oder verhindern, dass der Feind zu früh gewarnt wird. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, zu den Kindern zu reisen. Mora sagt darauf nichts und blickt nur zu Elena. Ich
Elena ist auch dann abgestiegen, klopft ihrem Pferd dann auf den Hals, bindet es ebenfalls an, schaut dann in Anbetracht des Briefes, den Preio dann uns gegeben hat, sollten wir vielleicht mal nach den Kindern gucken. Dieser Preio dann, wir wissen immer noch nicht, ob wir ihm trauen können. Nein, tun wir nicht, aber Sebastiano wird uns was anderes erzählen, wenn wir uns nicht nach den Kindern umschauen. Nicht nach den Kindern gucken. Das ist die Frage. Also ich hätte schon gern schauen, ob ich nicht doch irgendwie noch 2 Tage investiere und Fenja auf die andere Seite ins Heerlager bringe, dass sie von dort aus nach Santa Baronia gebracht werden kann. Meinst du, das geht, Jandrik? Ein verständlicher Wunsch. Aber ich weiß nicht, ob wir dann alle da mitkommen können. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe das Gefühl, dass diese Armee relativ bald losziehen wird. Naja, ich meine, ich kann Ihnen ja den ersten Bericht bringen, dass wir, wohin wir als erstes reisen, da haben Sie ja irgendwie, die haben noch gar keine Informationen, wohin wir uns bewegen, wohin Sie sich bewegen können. Die das haben denen nichts an Informationen gegeben. Wir sind einfach aufgebrochen, ohne dass sie, ich glaube, Sturmfels, den habe ich von Neu-Ogrenbach erzählt. Das ist vielleicht auch das Einzige, was sie so kennen, wo sie sich dran halten werden. Aber sie werden vermuten, sie wissen, dass wir von ist die Rattel weiß, dass wir aus Ogrenbach kommen. Zumindest mein, 3 von uns. Mein Auftrag enthielt, so schnell wie möglich loszureisen. Deswegen hatte ich es so eilig. Aber ja, die Sache ist nicht ideal. Wir haben keine Möglichkeit der Kommunikation. Wir werden immer wieder jemanden schicken müssen. So gesehen stimmt es, was du sagst. Ja. Vielleicht. Aber denkst du, diese Reise zu den Kindern, die allein wird dich doch Tage brauchen, oder nicht? Das waren, sind mit dem, wir waren mit dem Karren unterwegs, mit dem Pferd. Wenn ich es treibe, bin ich in einem Tag da. Oder anderthalb. Ja, wenn das Pferd schnell durchreitet, ja. Also mit dem Karren waren es 3 Tage von Neu-Ogrenbach bis zu der Dame. Wir könnten ja von Esmeralda, der alten Dame, direkt nach Neu-Ogrenbach ziehen und dort auf Elena warten, auf ihre Rückkehr. Neu-Ogrenbach, ist das nicht zu gefährlich? Es wird der erste Anlaufpunkt sein und wenn wir die Leute dort vorwarnen, schauen, wie es da aussieht. Ist Neu-Ogrenbach, ich kenne mich hier nicht so gut aus, das erste Dorf? Ja. Direkt an der Grenze? Ja. Das ist dort, wo Ostanio dich aufgegabelt hat. Ja, ich weiß schon, aber dann müssen wir da wirklich hin. Das ist wirklich am nächsten. Und so wie ich zum Beispiel, wie heißt die gute Dame, bei der du untergekommen bist, Elena? Es sind viele gute Leute dort. Leute, die vielleicht einfach nur zu verängstigt waren, sich gegen den Nekromanten zu stellen. Vorausgesetzt, die Leute leben da noch. Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Aber was ich auch nicht mehr geschafft habe, ist eine Liste zu schreiben von den Leuten in Neu-Ogrenbach, denen man vertrauen kann. Und sie hat auch den zur Verfügung zu stellen. Wir wissen auch nicht, ob diese Liste jetzt noch stimmt. Das wäre tatsächlich etwas, was wir tun müssten. Ja, aber dorthin wir können Ausschau halten, beschatten und herausfinden, wem wir dort trauen können. Ich weiß, wem ich dort trauen kann. Und ob diese Nekromantin noch da ist. Sicher, die ist bestimmt noch. Die sind beide noch da. Also eine mindestens. Wir wissen überhaupt nicht, was dort vor uns steht. Da kann alles Mögliche passiert sein. Ja, naja, kann komplett abgebrannt besonders sein. Besonders, wie wir dieses Dorf verlassen haben. Wir haben, glaube ich, ein paar Häuser in Brand gesteckt, oder? Und sie blickt dabei auch noch Ostanio an. Ich habe keine Häuser in Brand gesteckt. Es ist passiert, was passiert ist. Es war unglücklich und wir müssen schauen, was übrig geblieben ist. Es ist fast Krieg. Richtig. Und ich hätte meine Tochter gerne nicht zwischen den Fronten. Dann reitest du zu der alten Frau und wir beschatten das Dorf und treffen uns dann dort. Dann bleiben diese Kinder mit diesen magiebegabten Kinder. Jedenfalls war das doch die Vermutung, oder? Mit diesem Mal. Das hat sie gar gesagt, ja. Bei Esmeralda sagte das. Ihr Hof, das ist so abgeschottet. Ich denke mal, zufällig wird man da nicht drüber stolpern, aber ich weiß nicht, wer den Kindern auf der Spur ist. Es ist schon richtig, wenn jemand nach ihnen guckt.
Aber wir können nicht alle dahin. Nein, da hast du recht. Sollte eventuell ich gehen. Ich glaube nicht, dass die gut auf mich zu sprechen sind. Wohin willst du gehen? So. Nicht nach der Ogrenwacht zumindest. Nicht nach der Ogrenwacht. Dann kommen, gehen wir zwei. So. Wie du willst. Das ist Esmeralda. Ja. Auch wenn es mir nicht recht ist, dass wir uns aufteilen. Das ist nicht gut. Gerade nicht in diesen Zeiten. Wenn es ist, den Pferden sind wir in zwei Tagen, in anderthalb Tagen da. Ich denke auch, dass niemand von uns alleine reiten sollte. Es muss nur eine Wache kommen, eine Patrouille und... Kleinholz. Genau das. Wenn das Gute ist, weil... Entschuldige. Erst einmal, da können wir halt auch nochmal Kraft schöpfen, uns aufwärmen, ehe wir nach der Ogrenwacht weiterziehen. Aber das müsst ihr wissen. Aber Jandrik, du hast mir noch... Meinst du, das geht, dass ich meine Tochter ins Heerlager bringe und dann bitte, dass sie mir nach meinem Dach beruht, ins Lager der Golgariten weitergebracht wird, in die in die Burg? Ich kann dir etwas mitgeben, damit die Golgariten sie aufnehmen. Mein Onkel, er wird sich was einfallen lassen, ich bin mir sicher. Es ist besser, als sie hier zu lassen. Ja, ich... Dieses Land wird bald im Krieg stehen. Eben. Eben das. Ja. Na gut. Dann lass es uns so machen. Unsere Wege trennen sich. Es geht nicht anders. Ist nicht wohl bei dem Gedanken. Ja, auch nicht wirklich. Wir haben eine gewaltige Aufgabe. Wir müssen an verschiedenen Orten sein. Wir müssen uns trennen. Das geht nicht anders. Aber nur dieses eine Mal. Wir warten auf euch. Auf euch beide. In Neu-Ogrenwacht. Und bis dahin versuchen wir, den Kopf ein wenig niedrig zu halten. Gibt es einen Ort vor Neu-Ogrenwacht, an dem wir uns sicher treffen können? Wir wissen nicht sicher, was uns dort erwarten wird. Es ist nicht sinnvoll, dort einfach reinzureiten. Ja. Oder wir gehen alle mit Esmeralda, zu Esmeralda. Ich gehe nicht dorthin. Wir könnten ein paar Stunden vor Neu-Ogrenwacht kampieren, aber das wäre mitten im Wald. Und eine Jägerhütte. Irgendetwas. Wald, Ödland, wilde Tiere, Untote. Wer wild jagen geht, legt der Jagd zum nahen Umkreis und hofft, dass er es nicht vertreibt dabei. Und Schlimmeres. Gerade im Unterholz. Es gibt ja nicht nur fleischfressende Bäume. Auch anderes Gezücht. Aber wenn ihr euch je nachdem wann ihr ankommt, in den Ausläufern von Neu-Ogrenwacht haltet, das wird was ja ist erst denn mit das ist sehr zentral. Es ist tatsächlich ja nur ein kleiner Ort der ursprünglichen Stadt. Natürlich werden die Leute Fragen stellen. Das heißt nicht, dass wir sie beantworten werden. Aber dort an dieser Stelle können wir ein Zeichen hinterlassen, ob es sicher ist, weiterzugehen oder nicht. Ein Strich mit roter Farbe, wenn es sicher ist. Zwei, wenn irgendetwas nicht stimmt. Wird sie zum Beispiel noch ausräuchern müssen. Zum Beispiel. Ja, jetzt hoffe ich tatsächlich aktuell, dass sie sich gegenseitig endlich mal zerfleischt haben. Targonia und Rothair. Aber ich hoffe, dass wenn Rothair es gepackt hat, auch wenn sie untot ist, jetzt war sie doch die freundlichere von beiden. Auch wenn ihre Methoden manchmal seltsam waren. Ich mache mir eher
Ich mache mir ja Sorgen, dass da noch andere Truppen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nekromantenrat nicht mitbekommen hat, dass der Wall gefallen ist. Das kann stimmt. Natürlich sein. Wir wissen nicht, welche magischen Auswirkungen das eventuell noch hatte. Wir haben keine Ahnung, was es erwartet. Deswegen müssen wir vor dem Heer auskundschaften. Das ist der Auftrag. Ja. Vielleicht. Wie schickt ihr eure Post im Golgarithenorden? Das ist eine gute Frage, die ich an den Spielleiter weitergebe. Ja, mit Botenreiter. Genau. Wie jeder andere wir auch. Wir werden jemanden schicken müssen. Ich meine, wenn das ja ein Strich, zwei Strich an der Hütte. Krimmeladen ist ja schon doch prominent im Dorf. Das ist zumindest eine Nachricht zwischen uns, damit ihr nicht in etwas hereinreitet. Oder das, ja. Ihr könnt ja auch schon in den Ausläufern des Dorfes entsprechende Markierungen setzen. Genau. Muss ja nicht unbedingt rote Farbe sein, die ist. Aber rote Farbe wäre wahrscheinlich am unauffälligsten. Es ist. Sie fragen nur, wie beschafft man sie? Ja, wir können auch in Bäume schnitzen. Da, ein Strich bedeutet, alles ist gut. Zwei, etwas stimmt nicht. Mhm. Egal in welcher Farbe. Ja. So machen wir es. Die Idee gut. Ja. Gut. Mora? Asko, braucht ihr noch Pause oder können wir los? Nein, von mir aus können wir los. Wir reiten weiter, dann haben wir noch genug Sonnenlicht. Die Zwölfe mit euch. Aus die Zwölfe Elena mit wird euch. Tatsächlich nochmal zu jedem gehen und denen die Hand drücken. Und ja. Zwölfe mit dir, Asko. Und Zwölfe mit dir, Elena. Mora, die Zwölfe auch mit dir. Jandrik. Die Zwölfe mit dir. Die Zwölfe mit euch. Wir sehen uns, wenn irgendwas ist. Hoffen wir, dass es gut geht. Und so trennen sich die Wege. So trennen sich die Wege zwischen Mora, Osko und Jandrik und Astani und Elena. In verschiedene Richtungen. Seid ihr auf dem Weg. Das Wetter bleibt beständig und ihr kommt gut voran. Und wir gehen zunächst einmal zu Elena und Astanio, weil sie sich mit schnellem Ritt der Hütte nähern. Elena wird dann wenige hundert Meter vor der Hütte langsamer. Und schaut zu Astanio. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Kennt man schon irgendwas bei der Hütte? Ist irgendwas, sich was verändert? Rauchschwaden sind zu sehen, die aus dem Schornstein kommen. Ja. Auf jeden Fall ist jemand zu Hause. Und hoffen, dass es die richtigen sind. Jetzt haben wir Mora gar nicht gefragt, ob sie noch etwas von ihrem Karren braucht. Wir können einfach mal gucken, ob wir noch irgendwas Nützliches finden. Astanio schaut zerknirscht und trottet ihr einfach stumm hinterher. Was los? Und was bedrückt dich doch? Ich seh's dir an. Ich hab Mist gebaut. Willst du da genauer drauf eingehen? Wo hast du die Rüstung und den Helm? Du hättest das jetzt anziehen können. Es hätte dir Schutz geboten. Zumindest ein bisschen. Du wolltest dich mit Jandrik unterhalten. Es scheint nicht gut gelaufen zu sein. Ich sage ja, ich habe Mist gebaut. Sag Bescheid, wenn du mir näher erläutern willst, was es mit diesem Mist auf sich hat. Ich glaube. Sollte auf jeden Fall nicht deine Tochter hören. Also entweder sagst du es mir jetzt oder auf dem Rückweg.
Lynette, das ist über dem Pferd. Ich glaube, ich weiß es lieber jetzt, bevor. Ja. Raus mit der Sprache. Ich bin Jandrik aufgelauert. Ich wollte ihm eins überziehen. Und? Verkleidet. Ja. Ich wollte ihm eins überziehen und ihm zeigen, dass sein verdammter Hochmut ihn irgendwann zum Fall bringt. Hat er wohl scheinbar dann, hat dann offensichtlich nicht so wirklich geklappt. Er ist abgehauen. Das Tanjo lächelt schon fast, aber er ist abgehauen. Naja, Jandrik ist nicht jemand, der abhauen würde. Irgendeinen Grund muss es gehabt haben, wenn du ihn stellst. Wenn denn. Er war in Sorge. Weswegen? Wegen euch. Und ich vermute speziell wegen einer ganz bestimmten Person. Er hat mich erkannt. Du hast auch dein Schwert mitgenommen. Nun, ich würde mal dazu sagen, dass Jendrik mir wahrscheinlich einen Dolch in den Rücken jagen würde, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Glaubst du wirklich, er wird so weit gehen? Ja. Er hat mich angeschrien, mir 10-mal ins Gesicht geschrien, dass er nicht ich wäre und nicht die gleichen Fehler machen würde, weil er ja nicht so feige wäre. Ja, wer kann es ihm verdenken? Er ist nicht du. Ja. Und wenn er auf die Schnauze fällt und die gleichen Fehler macht wie du, dann mach das. Da kannst du aber nichts dran ändern. Wenn er es nicht will, den Rat nicht annehmen will, dann will er den Rat nicht annehmen. Dann muss er die Fehler selber machen und selber daraus lernen. Das ist das Leben. Genau das, ja. Das ist nicht nur Pferde striegeln, das ist auch das Pferd zur Not schlachten. Ja, und das habe ich jetzt auch erkannt. Das heißt aber, dass ich auch nicht mehr den Babysitter für den Jungen spiele. Das hat er auch nie von dir verlangt. Nein. Das verlangt hier keiner von uns, für den, nein, dass du uns babysittest. Nein. Aber ich habe auch die Nase voll, auf euch aufzupassen. Ich habe nie von dir verlangt, dass du auf mich aufpasst. Dann ist ja gut. Das hast du immer in deinem Väterlichkeit versucht. Ich habe es irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil ich nicht ganz bei mir bin, habe es dann manchmal zugelassen. Aber du brauchst es nicht. Ja. Du kannst uns helfen und unterstützen, wie man Kameraden unterstützt. Aber bemuttern musst du uns nicht. Du weißt ja, was wir alle können. Oder auch nicht unbedingt alles, was wir können. Wir sind ja alle erwachsene Menschen. Stanio, Elena kommt jetzt und legt ihm die Hand auf die Schulter. Reitet mit dem Pferd neben seins, von so Kopf gegen Kopf. Ich glaube, du hast genug eigene Probleme, genau wie ich. Dann brauchen wir uns nicht noch den Kopf, um andere zu machen. Es macht das Leben leichter, wenn man manchmal nur an sich denkt. Klar, es ist egoistisch, aber. Was soll ich sagen? Und das dann kratzt sich den Kopf. Ich weiß nicht. Es ist nicht so wie bei Osko. Klar, Osko war ein Schüler, Osko war mir wichtig und ist es noch. Bei Jandrik ist es aber eigentlich immer was anderes gewesen. Was? Ja, das ist bescheuert. Nichts ist bescheuert. Du kannst es mir sagen. Ich sag's ihm auch nicht weiter. Ja, ich habe in Jandrik so etwas wie den Sohn gesehen, den ich nie hatte. Warum ausgerechnet den Jandrik, nicht den Osko?
Also. Osko ist umsichtig, ist vorsichtig, nimmt sich zurück und das ist. Osko ist so anders, als ich es gewesen bin. Und dann kommt da der langhaarige schwarze Wilde da an, der durch Leute anschreit, herumkommandiert, sich fühlt wie der Geilste, insgeheim eigentlich sich Sorgen um alles und jeden macht außer sich. Und Scheiße baut. Scheiße baut. Ja, ihr zwei seid schon ein Pott und ein Deckel. Oder auch Spiegelbilder. Aber, naja. Spiegelbild macht nun mal das Gleiche, was man selber auch macht. Hebt man die rechte Hand, hebt das Spiegelbild entsprechend die linke Hand. Es ist, man kann nicht ändern, was er in dem Moment anders tut. Er ist eine eigenständige Persönlichkeit. Wenn er sich nicht helfen lassen will, ist er genauso wie du, der du auch nicht immer helfen lassen wolltest. Großer. Ihr müsst beide anfangen, mal Hilfe anzunehmen. Oder wenn ihr Hilfe ausgeben wollt, nicht gleich irgendjemand zu irgendetwas zwingen zu wollen dabei. Tja. Wir brauchen jeden in dieser Gruppe und wenn Janrit dir ein Messer in den Rücken jagt, muss er mit mir rechnen, dass ich das dann erwidere. Wir noch nicht hinterhältig, aber ich glaube, das wird er nicht tun. Er ist einfach stinksauer auf dich, weil er vielleicht auch in dir sich selbst sieht, wenn er sich nicht ändert. Vielleicht bist du ja auch für ihn unbewusst oder er ist nicht ehrlich, der Denkanstoß, dass er auch seinen Weg überdenkt, den er bisher gegangen ist oder den er plant zu gehen. Sieh es doch mal so, dass du ihn auch, wenn du ihn nicht bewusst beeinflusst, ihn unbewusst beeinflusst, einfach dadurch, dass du sagst, du hast dich gestellt deiner Vergangenheit. Du kümmerst dich um andere, auch wenn das zu viel scheint, einfach da, ja. Versuch ihn zu beeinflussen, indem du einfach nicht so hart bist. Du kannst doch weich sein mit den Kindern. Wenn du dich von ihnen hast zusammenprügeln lassen, das war doch was. Ich meine, der andere ist ein bisschen zu groß dafür, dass ich mit dem Holzschwert zusammen mal schlagen darf, aber vielleicht wird euch ein Kampf bis aufs erste Blut mal gut tun. Ich glaube, das, was ihm am besten gut tun wird, das wird kommen, ist, dass er mächtig auf die Schnauze fällt. Ja, dann wird es kommen, dann passiert es. Dann lernt er aus seinem Fehler, hoffentlich. Ja. Weil er dich als Vorbild hatte. Oder auch andere als Vorbild hatte. Er hat ja auch noch seinen Onkel, wie er nennt. Er hat mich nicht als Vorbild. Ich bin für ihn ein alter, verrückter Mann, der sentimental ist. Das ist das falsche Wort. Er war auch ein negatives Vorbild, ist ein Vorbild. Ist halt ein negatives Beispiel. So nicht, sondern besser anders. Tja. Und so ein schlechtes Vorbild warst du ja nicht. Guck dir Osko an, was aus ihm geworden ist. Den hast du ja auch gut großgezogen. Der hat sich zwar seine eigenen Wege gehabt, aber ohne dich wäre er vermutlich auch nicht der, der er heute ist. Du hast mit ihm Kamele gespielt. Das hat bis heute nicht gewonnen. Es ist egal, es beschäftigt ihn, hat ihn auf andere Gedanken gebracht damals. Dass du einfach zu dem einen Kerl hingegangen bist und gesagt hast, dich hingesetzt hast, dem keiner spielen wollte. Der junge Fremde. Dass du einer der Ersten auf ihn zugegangen ist. Ja. Während ihr so redet und die Sonne ja schon längst untergegangen ist, huscht in diesem Augenblick, als ihr auf das Haus zureitet, ihr die Rauchschwaden gerade noch so erkennen könnt,
und das Licht, was durch die Fenster dringt, auch deutlich erkennbar ist. Etwas über eure Köpfe hinweg, im ein etwas fiedriges. Und dann hört man ein lautes Huhu, Huhu, Schuhu. Elena guckt sich nach dem Vogel um. In der Dunkelheit nichts auszumachen. Na, nun lass uns aber mal gerade zwei, drei letzten 100 Meter noch schneller reiten. Bist du sicher, dass ich mit reingehen soll? Wir werden die Nacht hier verbringen, also ja. Nathaniel seufzt und reitet. Du kannst dir die Pferde in den Stall bringen und nachkommen. Oder in die Scheune. Sie wird dir schon nicht den Kopf abreißen, dafür ist sie viel zu klein. Sie wird dir vielleicht vor Schienbein treten. Soll sie machen. Ja, dann wird Elena vom Pferd absteigen, sich runtergucken auf die Armschienen der Amazone, sind drauf, Kopf schütteln und einfach klopfen, die Armschienen anlassen. Ein kleines Sichtfenster schnappt auf. Und du siehst in das faltige Gesicht der alten Esmeralda, eigentlich eher in das große Auge, was durch das kleine Guckloch irgendwie durchguckt. Ja! Zum Gruße, hier ist, ich bin Elena, die Freundin von Mora. Wir waren vor 5 Tagen schon mal hier. Wir sind zurück, vorerst. Es ist so dunkel draußen, mach mal eine Kerze draußen an. Ja, eine Fackel wäre nicht schlecht. Ich gucke mal, ob ich dann eine Fackel und mache eine Fackel an und halte dann diese Fackel neben mein Gesicht. Das dauert eine Zeit. Ja, ja. Währenddessen hört man Rumpeln innerhalb des Hauses. Wenn dann wieder klopfst, geht das kleine Kuckloch wieder auf. Ja. Jetzt immer noch jetzt mit Kerze, dass ihr mein mit Fackel, dass ihr mein Gesicht sehen könnt. Ich habe auch den Stanio dabei. Die junge Frau. Ich schmeichle mir. Du warst die Mutter von Finja, nicht wahr? Ich bin Finja, ja, genau. Deine Mutter ist da. Und hört Getrappel im Hintergrund. Ja, ich würde. Darf ich reinkommen? Ich habe auch, wie gesagt, der. Hast du Hunger mitgebracht? Ja, natürlich. Wir sind jetzt die ganze Zeit vom drüben hier hingeritten, den ganzen Tag, nur kurze Rast gemacht. Na, wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr reinkommen. Ich irgendwie neben. Die Fackel irgendwie auslöschen und dann. Man hört einige Schlösser, wie sie hin und her geschoben werden, und dann geht es quietschend und knackend die hölzerne Tür auf. Esmeralda steht auf ihrem Besen gestützt, halb kehrend, halb die Tür noch festhaltend, grimmig dreinschauend. Und im Hintergrund sieht man. Ihr Kinder spielen an einem großen Tisch, der gedeckt ist. Und ihm scheinen irgendein merkwürdiges Würfelspiel zu spielen mit relativ großen Würfeln. Mhm. Wobei das spitzohrige Mädchen oder Junge, man kann es nicht so richtig erkennen, irgendwelche merkwürdigen Handbewegungen macht und laut summend irgendetwas vor sich hin singt, während dann die Würfel aus der Hand von Fenja herausschweben und krachend auf den Tisch purzeln in die Schüssel von einem anderen Jungen und etwas Suppe oder Brei oder was auch immer es war, nach oben spritzt. Elena schaut sich Szenerie und kann sich halt so ein kleines grinsendes Grunzen nicht unterdrücken, lachendes Grunzen. Dann hörst du ein: Hey, das war mein Wurf! Von
Finja. Sind die Kinder immer so drauf? Wie drauf? Dass sie sich gegenseitig mit ärgern beim Würfelspiel. Sie ärgern sich? Habe ich irgendetwas nicht mitbekommen? Das Elfenkind hat gerade meiner Tochter die Hände aus dem die Würfel aus der Hand schweben lassen und in den Suppentopf vom dem anderen kleinen Mädchen. Fenja, komm mal her. Fenja hat doch nichts gemacht. Oh, Mama, Mama. Hi, Kleines. Ich gehe dann auch jetzt irgendwie mal einen Tritt in den Stube rein, dass es nicht zu kalt wird. In dem Moment wendet sich Astanio ab und bringt die Pferde in den Stall. Ja, Fenja kommt angelaufen und umarmt ihre Mutter erstmal ich. Ja, sie wird auch, Lena geht auch auf die Knie und nimmt dann, dass sie dann halt richtig das Kind umarmen kann. Hey, Kleines. Wuschelt ihr durch Jahre. Wie geht's dir? Gut, gut. Und seht, die anderen sind aufgewacht. Bist du alleine gekommen? Nein, Astanio ist auch mit dabei. Er ist draußen noch. Bringt die Pferde in den Stall. Ja, Astanio. Ja, aber wundere dich nicht. Er ist ein bisschen... Ich mag die Kälte nicht. Er ist ein bisschen griesgrämig. Und was ist jetzt daran besonders? Naja, dass du ihn nicht, vielleicht nicht allzu überschwänglich begrüßen solltest. Warum nicht? Naja, vielleicht heiterst du ihn auch wieder auf, das ist gut. Oh, das kann ich gut. Aber eigentlich bessere Witze kann Odania erzählen. Ah, möchtest du mich nicht mal vielleicht vorstellen? Ja, das da sind Tion, Delpold und Odania. Wer da auch immer jetzt wer ist. Du hast ja was ein bisschen schnell. Also der, dessen Suppe gerade geschändet wurde, ist Tion. Und der andere ist Depold. Und das Elfenkind ist Odania. Und warum hat sie dir die Würfel aus der Hand genommen? Weil sie fuscht. Macht sie immer. Ah ja, ich schau zu... Elfen fuschen ständig. Anscheinend. Draußen. Warum würfelt ihr eigentlich, während es Essen gibt? Normalerweise sind die Würfel dann vom Tisch. Aber naja, Esmeralda sagt, wir dürfen spielen, wann immer wir wollen. Ja, das... ja, gut. Dann lass uns mal zum Tisch gehen. Wenn ja. Hör auf deine Mutter. Von draußen hört es einmal laut platschen. Was war das denn? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas in die Viehtränke gefallen? Oder denn? Das wäre ja fürchterlich. Das arme Vieh. Du hast doch gar kein Vieh. Anscheinend jetzt schon. Und ihr hört es dann Astanio leicht schimpfen und. Was auch immer er da draußen gerade angestellt hat, da wird uns vielleicht hoffentlich gleich erzählen. Ein paar Minuten später kommt ein tropfnasser Astanio in die Stube getrottet. Astanio! Wirst belagert von Fenja, die sich sofort um dir in den Hals schmeißt. Darauf ist Astanio jetzt überhaupt nicht vorbereitet und stolpert zwei Schritte zurück. Hallo Fenja, ich bin pitschnass. Pass auf, dass du dir keine Erkältung holst. Ach was. Drück dich noch ein bisschen fester. Schön, dass du da bist. Astanio, hast du Hunger? Es gibt Kuchen. Astanio schaut sehr verwirrt Elena an. Oder Suppe. Suppe, aber ich habe meine schon aufgegessen. Depold hat noch Suppe, aber da sind Würfel drin. Suppe hört sich ganz gut an. Ich bin draußen in die Tränke gefallen. Haru, was hast du angestellt? Zeigt auf die Augen. Ach, ich vergaß. Was hast du denn gemacht?
Du weißt doch, ich bin schon ein bisschen älter, dann sieht man nicht mehr so gut. Aber doch nicht so alt. Ma, so alt ist er doch gar nicht. Was habt ihr gemacht? Naja, es sind ein paar Dinge passiert auf unserer Reise und... Hat er dieses... Was der Krämer immer sagt, was Männer nicht machen sollen, weil sie sonst davon blind werden? Elena schnappt nach Luft ein. Nein. Ich frag besser nicht. Mora hat gesagt, man muss immer aufpassen, was andere Leute sagen. Und ich habe dem Krämer ziemlich zugehört. Ja, aber ja, er hat immer vergessen, dass ihr auch in der Nähe seid, ihr manchmal. Eigentlich hat er mich nicht gesehen. Ja, nur dass ihr in der Nähe sein könntet. Ich kann mich gut verstecken. Das weiß ich. Elena nimmt dann Astanios Hand. Ich führe dich mal zum Tisch, dann kannst du was essen und dir auch die Klamotten, zumindest ein paar Schichten der Kleidung ausziehen, dass es trocknen kann. Über Nacht. Oh, Esmeralda, kann ich Mama meinen neuen Freund zeigen? Sicher. Was, einen neuen Freund? Hol ihn mal herunter vom Dachboden. Wenn er läuft und klettert eine Leiter nach oben. Ja. Währenddessen führt Elena Astanio an den Tisch und hilft ihm zum Stuhl. Ich dachte, die reißt mir den Kopf auf. Seit wann freut sich deine Tochter, wenn sie mich sieht? Sie hat den Sturkopf vielleicht einfach vermisst. Elena knufft ihn. Hast du das hier nicht ausgetrieben? Offensichtlich nicht. Ich meine, wie sagte ich, du kannst nicht beeinflussen, was Leute tun. Das gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene. Sie mag dich. Das kann ich ihr nicht verbieten, dass sie dich mag. Ich habe damals halt nur... die eine Sache. Ach, und das würdest du immer noch verbieten? Ich weiß nicht. Astanio grunzt. Jetzt setz dich erstmal hin. Hier, ich fische mal die Würfel aus der Suppe. Ich denke mal, er isst sie sowieso nicht. Er mag eigentlich. Deswegen ist sie eigentlich nur noch da, weil er sie sowieso nicht isst. Schieb dir so den Suppenteller rüber, wo eben die Würfel drin lagen. Oder doch lieber Kuchen. Ja, nee, Suppe ist gut. Und bei dem Wetter. Nacht ist klar und das heißt, es wird wirklich frieren. Ein Löffel noch. Moment, ich hole noch einen frischen Löffel. Leg dir dann so einen hölzernen Löffel vor. Astanio betastet den Löffel und kontrolliert, wie gut der geschnitzt ist. Ist halt ein ganz normaler, ganz schlichter Holzlöffel. Nickt zufrieden und fängt an, die Suppe zu löffeln. Ja. Die schmeckt fürchterlich versalzen. Eigentlich ist es nur Wasser mit ganz, ganz viel Salz. Vielleicht hin und wieder ein bisschen Gemüsigkeit kann man durchschmecken, aber eigentlich ist das Salz sehr dominant. Astanio löffelt trotzdem brav alles auf und versucht keinerlei Emotion zu zeigen und sehr respektvoll zu sein. Der Junge neben dir, der dem die Suppe eigentlich gehört, schaut dich so skeptisch an. Das ist doch widerlich. Wie, bitte? Das ist eklig. Und das Tanja zischt so durch den Mundwinkel. Das sagt man aber nicht. Wenn es doch wahr ist. Nach der Suppe gibt es immer den Kuchen. Der schmeckt auch nicht. Wenn, dann Kuchen, hast du recht, ja. Wenn du den aufisst, und das Zahnio zischt weiter, sodass das vielleicht noch Elena hören kann, zeige ich dir später einen kleinen Zaubertrick.
Aber du musst jeden Krümel aufessen. Ein Zaubertrick? Mit oder ohne Erklärung? Wenn du noch einen Teller Suppe dazu isst, mit Erklärung. Stadio! Deine Methoden sind immer noch die gleichen. Astanio grinst dich an. Nichtsdestotrotz, ich würde, glaube ich, gerne auch einen Teller Suppe essen. Es tut mir leid, die Suppe ist eigentlich alle. Es war nur noch dieser eine Teller da. Dann nehme ich. Aber ich habe noch Kuchen. Dann nehme ich vom Kuchen. Ja, still Ding. Also der Kuchen steht schon auf dem Tisch, schneidet noch ein extra Stück ab, tut ihn auf so einen Holzteller. Danke. Mit Liebe gebacken. Das weiß ich doch schon vom ersten Mal, als wir hier waren. Astanio schielt auf den Jungen links neben sich. Hebt eine Augenbraue. Soll ich dir was verraten? Magst die Suppe nicht, ne? Nein. Gib mal kurz. Astanio schiebt ihm die Suppe rüber. Hier, damit du die schneller essen kannst. Tunkt so seinen Finger in die Suppe und schiebt den Teller wieder zurück. Also das kürze ich jetzt aber wirklich nicht. Was denn? Ich wollte dir nur helfen. Stanley guckt verwirrt und löffelt weiter. Schmeckt nicht mehr verseißen, schmeckt jetzt eigentlich ziemlich wässrig. Nach dem ersten Löffel startet den Jungen fassungslos an. Der macht ein ganz auffälliges Zwinkern. Astanio blickt zurück auf die Suppe und denkt sich, oh Gott. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Löffelt aber stumm weiter die Suppe, aber hat aufgerissene Augen. In dem Moment rumpelt es nochmal und die Leiter, Fenja kommt die Leiter heruntergeklettert mit einem großen Käfig in der einen Hand, in dem eine ganz kleine Eule sitzt. Oh, pass bloß auf, Fenja. Ja, ja, ich pass auf. Stellt die auf den Tisch. Darf doch, oder? Solange du ihm nichts vom Kuchen gibst. Nee, Kuchen mag er eh nicht. Mit wem habe ich jetzt die Ehre, Fenja? Das, Mama, ist Rondrio. Rondrio. Ein sehr interessanter Name. Und was ist das für eine Eule? Eine Kampfeule. Eine Kampfeule? Ja, die ist die stärkste aus von den kleinen Eulen. Astanio muss bei den Worten von Fenja kichern und verschluckt sich an der Suppe. Eine Kampfeule. Eulen sind eigentlich, wenn man Greifvögel zum Kampf setzen, das meistens Falken oder dann die größeren Adler. Bei einer Eule. Mäuse können die fangen. Ja. Das stimmt. Oder diese rotäugigen Eichhörnchen, die Fleisch essen anstatt Nüssen. Ah. Ja, stimmt, diese gerstigen Tierchen. Oder die Ratten aus der Scheune, meint Esperalda. Oder die, ja. Das heißt, es gibt auch noch eine größere Eule, wenn das hier die Jungen sind, wenn das eins von den Jungen ist. Mhm. Ich glaube, ich habe sie draußen mehr gehört. Sie ist über unsere Köpfe hinweg geflogen. Esmeralda nickt. Ja, sie passt ein bisschen auf, wer hier sich dem Haus nähert. Ja. Ja, ja. Darf ich sie behalten? Also ihn. Er ist ein Er. Ich weiß auch schon, wie man ihn füttert. Und wie man ihn auf dem Arm hält. Und streicheln. Wie groß wird er denn? Was ist das für eine Eule? Ach so, zeigt so ganz groß.
Ist, glaube ich, nicht. Die größten Eulen, die es gibt, sind Uhus und die werden so. Ja, aber es ist ja auch eine Kampfeule. Wird bestimmt richtig, richtig groß und wird dann die ganzen großen, ekligen Monster jagen. Ja, die wird kaum größer werden als seine Mama oder sein Papa. Leider. Vielleicht schon. Astani stupst Elena an. Ach komm, Elena, du, lass dem Kind doch mal seine Freude. Du hast doch damals das Wiesel nicht behalten lassen, wenn du dich erinnerst. Wiesel sind doch schlechte Haustiere. Der andere Junge mischt sich ein und meint, also wenn er nicht groß wird, dann kann ich ihn groß machen. Bitte nicht. Wie groß machen? Also bitte, ich möchte das jetzt nicht sehen, aber... Ja, Tion ist ein ganz komischer. Der kann sich selbst auch ganz groß und ganz klein machen. Und andere auch. Hat er einmal mit mir gemacht, aber dann habe ich ihn gehauen. Bitte, was? Ja, seine Eltern sind Kobolde, sagt er. Ja. Du sagst das so abwertend. Kobolde. Fabelwesen. Man soll nicht sagen, dass es nichts gibt, ne? Auf jeden Fall hat er so merkwürdige Tricks von denen gelernt, eben, dass man Sachen so groß und klein machen kann. Interessant, interessant. Ja. Bist du müde? Ja, ich habe einen langen Ritt hinter mir. Dann musst du Kuchen essen. Ja, und danach, glaube ich, gehe ich ins Bett. Gute Idee. Wir schwenken einmal zurück zur anderen Trupp, der sich mit gleicher Geschwindigkeit Neu-Ogrenwacht nähert. Ja, Mora reitet weiter, wird aber, sobald Neu-Ogrenwacht in Sichtweite kommt, langsamer. Man sieht, dass dort Fackeln und Laternen auf jeden Fall brennen. Es gibt nur einen kleinen Pfad, der noch ums Dorf führt. Diese Straße führt eigentlich direkt durch das Dorf, aber du kennst Neu-Ogrenwacht hier, Osko. Ja, ich kenne den Weg auch. Wir können auf keinen Fall direkt rein. Nein, ich glaube auch nicht. Aber was sollen wir jetzt genau machen? Sollen wir jetzt hier erstmal beobachten, uns einen Fleck suchen, in dem wir sicher das Dorf überschauen können? Wir sollten zumindest einmal herausfinden, ob noch alles beim Alten ist. Das ist das Mindeste. Und vielleicht können wir ja sogar ausmachen, wo sich Rothea oder wie ist die andere noch? Guerrere? Wo sich die beiden aufhalten. Ich meine, die beiden sind die mit der Befehlsgewalt hier irgendwie. Und mit den Mitteln. Die können uns gefährlich werden. Oskar, wie schätzt du das ein, wenn die Leute hören, dass eine Armee aus dem Westen auf dem Weg ist? Wie werden sie reagieren? Jetzt mal ganz unabhängig von diesen zwei, die eben genannt wurden. Das ist schwierig. Allzu lange kannte ich sie auch nicht, aber ich würde sagen, dass der Einfluss der beiden schon recht stark war. Sie hatten das Dorf wirklich quasi in ihrer Gewalt. Und ansonsten gibt es wenig starke Charaktere unter den Leuten, teilweise einfache Handwerker oder Bauern. Können wir sie auf unsere Seite ziehen? Ich bin mir nicht sicher.
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber ich denke, eine Möglichkeit besteht schon. Ich glaube, dass sie auch nicht große Anhänger von Tagunitot sind oder dergleichen. Ich glaube, sie haben sich einfach dem gebeugt, was damals über sie geschehen ist und sind ihrem Schicksal erlegen. Ich denke, wenn sie etwas Hoffnungsvolleres in Aussicht haben, könnten sie die beiden auch fallen lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, es steht und fällt mit den beiden. Oder einer von beiden. Hatten die Leute damals gesehen, Mora, dass du mit uns geflohen bist? Ich weiß es nicht mehr. Es ging alles so schnell. Du bist eine Händlerin, oder nicht? Du kommst und gehst. Natürlich. Vielleicht wäre das ein Weg, einen ersten Blick ins Dorf zu werfen, in dem du hineingehst. Ist die Frage, ob man mich nicht auch mit euch gesehen hat. Was ist die Frage? Ich meine, war es nicht so, dass die Kleine von Elena gesucht wurde? Wegen Mordes? Ja. Daran erinnere ich mich. Und dann sind wir abgehauen. Haben die Kinder genommen und sind abgehauen. Aber wir waren nicht alle zusammen sofort. Wir haben uns auf der Flucht getroffen, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. In jedem Fall müssen wir schauen. Gibt es eine gute Stelle, Oskar? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ein wenig ums Dorf herum. Aber es gibt eine kleine Anhöhe. Ihr merkt auch, seit wir uns von den anderen getrennt haben, wirkt Jandrik deutlich entspannter. Immer noch sehr fokussiert auf seine Aufgabe, aber nicht mehr so angespannt. Gerade du, Mora, wirst gesehen haben, wie seine Faust die ganze Zeit geballt war. Das ist nicht mehr so. Gut, dann führen Sie dahin, Oskar. Ja, und komm mit. Und Osko geht einen kleinen Bogen um das Dorf herum, weit außerhalb der Sichtreichweite der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Und an einer kleinen bewaldeten Fleck führt ein kleiner Hügel nach oben, ein kleiner Trampelpfad. Und an der Spitze gebietet er dann zu halten. Sie können uns von hier natürlich auch gut sehen, aber hier ist sonst niemand gewesen. Lass uns die Pferde dort hinten hinter den Büschen anbinden und etwas vorkriechen. Ja, gut. Wenn ihr euch den kargen Büschen nähert, die ein bisschen vom Schnee bedeckt sind, entdeckt Oskar etwas Eigenartiges hier. Du warst schon öfters hier auf diesem Hügel? Hier kommt ja sonst kein anderer hin. Und eigentlich wächst hier außer diesem Gestrüpp, diesem dornigen Buschwerk zwischen den Überresten von den alten Häusern, die längst verlassen waren und eigentlich auch fast bis auf die Grundmauern abgetragen wurden, weil man die Steine für etwas anderes gebraucht hat. Eigentlich wächst hier nichts. Aber dieser Dornenbusch unter dem Schnee scheint gerade ein paar Knospen zu haben. Das hast du noch nie gesehen. Jandrik, binde doch schon mal die Pferde an. Und Oskar kniet sich unten, schaut sich das genau an. Lass mich nur einen Blick riskieren. Und ganz sachte nimmt Oskar diese Knospe in die Hand oder eine der Knospen in deine Hände. Das ist ja interessant. Und Oskar schaut mal gegen den Boden, trägt ein wenig den Schnee ab, jetzt zum Füßen nicht und würde einmal mit seiner Hand in die Erde greifen. Die Erde ist kalt und staubig. Das ist interessant. Und Oskar schleudert den Dreck wieder zu Boden, klopft sich leise die Hände ab. Nun gut,
Lass uns nach vorne rum. Ja, ihr könnt von hier oben noch die einzelnen Häuser sehen. Einige haben Licht, andere nicht. Ich denke mal, ihr wollt euch eher zu denen, wo kein Licht ist, halten, weil man danach nicht gesehen werden kann. Oder wollt ihr was anderes machen? Lasst mal sehen, wie es überhaupt aussieht. Der Brand, der geleckt wurde, sieht man denn noch die Spuren davon? Oder? Ja, es ist dunkel, das heißt, es ist relativ schwer auszumachen. Die Häuser, die beleuchtet sind, sehen intakt aus. Sieht man irgendwie gerade bei den Häusern von Garere oder Rothair, sind die beleuchtet? In der Mitte der Tempel ist auf jeden Fall beleuchtet, ja. Okay. Das heißt, sie könnte vielleicht im Tempel sein. Sieht man, es gab ja immer mal wieder ein paar, ich sag mal, Schergen von ihr im Dorf. Manchmal mehr, manchmal weniger. Sieht man irgendwen patrouillieren? Ja, definitiv laufen Leute auf den Straßen mit Laternen umher. Viele? Vereinzelt. Vielleicht insgesamt 3. Zumindest die Laternen tragen. Die anderen sind in der Dunkelheit wahrscheinlich schwer auszumachen. Asko, wen im Dorf können wir am meisten trauen? Neben Ascianio, Elena und Mia gab's noch eine Handvoll weitere. Ich glaube, Jette können wir trauen. Jette, wer ist das? Das ist die Frau, bei der Elena untergekommen ist. Ich verstehe. Ja, ihr Haus ist dort, in dem Weg hinunter. Ich glaube, ich habe sie einmal gesehen, als Elena mir das Schwert gab. Ich suche nach dem Haus, das mir Osko ja eben auch gewiesen hat. Gibt es einen für mich klaren Pfad durch die Dunkelheit dorthin? Ja, gibt es. Du musst ein paar Mal aufpassen, weil da einer von den Laternenleuten patrouilliert, aber das sollte für Jandrik kein Problem sein. Aber Jandrik schaut zu Mora, fasst ihr in die Schulter. Du kannst mindestens so gut schleichen wie ich und kennst dich in diesem Dorf besser aus. Geh du vor. Ich versuche, sie vorzuwarnen. Und dann folgt ihr mir am besten. Gut. Ich kümmere mich um Oskar, du bereitest den Weg. Und sie nickt und steht auf und schleicht sich tatsächlich in Richtung des Hauses. Ganz vorsichtig, sie lässt sich Zeit. Versucht, die Laternenträger im Blick zu behalten. Langsam, ganz langsam schleichst du vor und lässt den einen Wachmann mit der Laterne seine Runden drehen und harrst hinter einer Mauer aus, als er vor dir vorbeiläuft, immer in den Schatten bleibend. Er sieht dich nicht, scheint aber auch relativ unaufmerksam zu sein. Er leichtert sich einmal an einer Häuserwand und dann geht er seinen Weg. Und du huscht weiter in das nicht beleuchtete Haus, was du kennst, wo Jette wohnt. Die Läden sind geschlossen. Das Dach notdürftig gepflegt. Man sieht noch Rußspuren an der Fassade. Und sie klopft nicht, sondern sie prüft zuerst einmal, ob die Tür offen ist. Die Tür geht knirschend und knarzend auf. Und dann würde sie reinhuschen. Jette? Unbeleuchtetes Zimmer. Schwer, etwas in der Dunkelheit auszumachen. Deine Augen haben sich zwar schon ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt und du kannst das Schemen ausmachen von dem Mobiliar, dass du dich nirgendwo anstößt.
Aber da in den Nischen, wo eigentlich Schlafstätten sind, scheint niemand zu sein. Und jetzt, wo du den Namen auch rufst, wird dir keiner antworten. Sie geht ein wenig in der Stube umher, blickt sich um, schaut, ob sich vielleicht die alte Frau nicht doch vor ihr versteckt hat. Und wenn sie eigentlich sicher ist, dass niemand dort ist, lässt sie die Tür einen Spalt offen, sodass die anderen das sehen können. Ja, wir huschen hinterher. Jandrek versucht, Osko so leicht wie möglich zu machen, auf Stellen zu treten, die still sind. Er ist ja nicht so begabt im Schleichen möglicherweise und macht es ihm deshalb quasi vor und dann schnell zum Haus. Osko tritt dabei auch immer in die Spuren von Jandrek, weil er sich da sicher sein kann, dass dort keine unvorhergesehenen Sachen im Schnee liegen. Ja, euch gelingt es, ungesehen zu dem Haus und in das Haus zu gelangen. Mauer. Schließ die Tür. Ja. Sie ist hier nicht. Es sieht hier aber auch so aus, als wäre sie seit längerem nicht hier gewesen. Verstehe. Vielleicht hat sie das Dorf verlassen, nach dem Brand. Oder ist in ein anderes Haus. Oder sie wurde gefangen genommen. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es hier irgendetwas unter dem Boden einer Waffenkammer. Wo war sie noch gleich? Ich versuche mich zu erinnern. Die Waffenkammer war bei der Schmiede. Ah, okay. Dann habe ich das nicht gesagt. Gut. Muro blickt sich ein wenig um. Sieht es so aus, als wäre hier seit längerem niemand gewesen? Oder wenn du Licht anmachen möchtest? Sie wird eine Kerze anmachen. Okay. Wenn sie eine findet. Im kleinen Lichtschein der Kerze leuchtest du umher und siehst sofort, warum hier anscheinend niemand mehr ist. Es herrscht relatives Chaos zwischen den Möbeln und auf den Möbelstücken. Die Wände sind deutlich rußgeschwärzt. Der Dachstuhl ist nur ganz notdürftig repariert. Hier hat es wohl gebrannt. Hm. Auch hier hat das Feuer gewütet. Hm. Ich hoffe, sie ist woanders untergekommen. Die Frage ist, wo? Der Boden ist noch voll mit Resten vom Brand. Eigentlich auch fingerdick mit Asche. Gibt es ein Fenster hier im Haus? Vermutlich. Mehrere Fenster, ja, die sind zugenagelt. Also jetzt, wo man näher dran geht, sieht man, dass es zugenagelt ist. Vorher hätte man auch denken können, es sind dann Fensterläden, die geschlossen sind. Als wir auf dem Weg zu Jettes Hütte waren, hat Osko versucht, einen Blick auf seinen alten Laden zu erhaschen. Steht er noch? Er ist abgebrannt. Ärgerlich. Vielleicht hat der Keller den Brand überlebt. Vielleicht können wir da zumindest Zuflucht suchen aufs Erste. Das wäre nicht schlecht. Damit rechnet niemand und dort können wir Licht machen. Da sollten auch noch, wenn sie da nicht drangegangen sind, noch ein paar restliche Bestände sein. Ein bisschen was zu essen. Und ein wenig Korn war da noch. Lass uns versuchen, hinzukommen. Okay. Am besten, wir gehen den Weg, den wir hergekommen sind, zurück. Nur dann, wo wir links gegangen sind, rechts. Und dann in die kleine Gasse. Genau, Mora, geh vor, du weißt, wo es ist. Ja, sie nickt wieder, öffnet die Tür einen Spalt, wartet ab, versucht, die Wachen zu erblicken. Und dann im richtigen Moment hinauszuschlüpfen in die Dunkelheit. Die Wachen scheinen jetzt gerade hier nicht unterwegs zu sein. Ihr schafft es ohne Probleme auf die Straßen hinaus. Man sieht immer wieder, zwischen den beleuchteten Häusern sind immer einige Häuser, die ihr noch intakt kennt,
zum Beispiel die Scheune, wo Jandrik eingebrochen ist. Die ist fast ganz niedergebrannt. Genauso wie Oskus Laden. Trümmer sind noch über. Ja, Mora versucht sich dem Ganzen zu nähern. Vielleicht sogar in den Ruinen ein wenig Deckung zu finden. Ja, also bieten gute Deckung, gerade in der Dunkelheit. Und dann sucht sie tatsächlich nach dieser Bodenluke. Ja, die ist mit einigen, also du weißt ja genau, wo sie ist, wo du suchen musst, aber sie ist mit einigen Trümmerteilen überstürzt, also sie müsstest du das im Weg räumen. Jandrik kommt dir zu Hilfe. Genau, sie wartet erstmal auf die anderen und dann versucht sie, wenn es überhaupt möglich ist, leise die Trümmer wegzuräumen, aber wenn es wirklich große Balken sind, dann wird sie da die Finger von lassen und dann nur mit dem Kopf schütteln. So würden wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Das können wir nicht riskieren. Was ist mit der Schmiede? Diese, wie hieß sie, Jette? Sie würde vielleicht dort Zuflucht suchen? Das könnte sein. Uns versuchen. Mora blickt in die Richtung der Schmiede. Ja, ihr schlagt euch durch bis zur Schmiede, die noch steht. Ist da Licht? Nein. Die Tür ist offen. Vorsichtig nähert sich Mora der Tür. Lauscht. Kein Laut. Und schlüpft dann hinein. In der Dunkelheit drin ist wieder schwer, etwas auszumachen, wenn du wartest, bis die anderen drin sind, die Tür zumachst und wieder etwas Licht machst, siehst du, dass hier jemand ziemlich gewütet hat. Alle liegen. Das ganze Mobiliar ist irgendwie durchsucht, durchwühlt, Schränke ausgeräumt, Matratzen zerstochen oder aufgeschlitzt. Bei den Zwölfen. Jandrik, such diese Botenluke, an die er sich erinnert. War ein kleiner Schrank. Okay. Auch zudem steht die Tür offen. Ja, es war ein Wandschrank und von dem Wandschrank ging es noch ein Stückchen weiter. Ah, dann schaut er in diesen Wandschrank an. Ja, alles offen. Also auch der Raum, wo die Waffen drin waren, ist offen. Keine Waffen mehr drin. Aber dieser Raum hat keine Fenster, richtig? Richtig. Hier können wir uns verstecken. Das können wir. Ja, das ist ein guter Ort. Aber das heißt auch, dass die... Naja, ich denke mal, nach unserem Abgang haben sie unangenehme Fragen gestellt. Selbstverständlich. Und ich weiß nicht, wie viel diese Frau des Schmieds wusste, aber ich weiß auch nicht, wie hart sie darin ist, verhört zu werden. Und ich ahne Schlimmes. Wer weiß, was sie über Elena gesagt hat. Und ihre Tochter war eh schon als Mörderin verschrien. Ich denke, da sind die ganzen Leute hier nicht zimperlich. Vielleicht lebt sie noch, vielleicht nicht. Aber das hier sieht schlimm aus. Und sie lässt den Blick über das zerschlagene Mobiliar gleiten. Ja. Wir sollten uns keine Hoffnung machen. Und wenn das hier, und ich denke mal, das ist nämlich so, wie hier Dinge gehandhabt haben, dann wurde das hier nicht im Stillen aufgezogen, sondern am helllichten Tag. Die Dame wahrscheinlich total verschreckt, hier rausgeführt, einen riesen Bohai gemacht. Jeder, der auch nur im Funken an die Zwölfe glaubt, hat dann wahrscheinlich noch einmal zu spüren bekommen, was es heißt, wenn man sich hier gegen die dunkle Mutter stellt. Ich will gar nicht genau wissen im Detail, was hier für ein Zinnober gemacht wurde. Aber das heißt auch, dass sie vielleicht den Zorn der Menschen noch mehr erregt haben.
Für die, die sich trauen, wütend zu sein? Vielleicht. Wir müssen es versuchen. Das ist ja gefährlich. Natürlich. Aber ich weiß nicht, wie. Wir müssen mehr rausfinden. Wir richten uns hier in dieser Kammer ein und versuchen von hier aus mehr herauszufinden. Wir schleichen noch etwas herum, würde ich vorschlagen. Vielleicht. Oder seid ihr zu erschöpft? Nein. Das geht. Die Dunkelheit ist unser Freund. Vielleicht finden wir raus, wo die beiden sind. Ich meine, nicht Jette, sondern Tagunia und Belzora. Zumindest, dass wir wissen, wo sie sich herumtreiben. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber wir müssen wissen, wo sie sind. Ja, das stimmt. Bedenkt nur, wir müssen vor Sonnenaufgang wieder bei den Pferden sein. Ansonsten werden sie eventuell entdeckt. Ja, was wir mit den Pferden machen, weiß ich auch nicht. Wenn es wirklich hier herum überhaupt keine Möglichkeit gibt, die Pferde gut unterzustellen, dann müssen wir noch diese Nacht Verbündete finden. Mora überlegt, kennt sie einen Ort hier, wo man die Pferde unterstellen könnte? Unauffällig? Es gibt einen Bauern halt, ne? Also mehrere Bauern, aber wenn ihr einen davon aufsuchen würdet, bei der haben, die haben auch Ställe. Da kann man die Pferde halt einen untertun. Wir könnten die Pferde bei einem Bauern unterstellen, in einer großen Scheune, da fällt es nicht so auf. Gibt es einen Bauern, der unsere Sache unterstützt? Ich weiß es nicht. Schwierig. Okay, dann. Es gibt eine Person, die mal, also die nie offen auch im Oskos Keller war, die aber eigentlich immer relativ abwertend gegen die Besatzer gesprochen hat, also vor vorgehaltener Hand. Aber immer, wenn es drauf ankam, halt immer mitgemacht hat, egal was passiert ist. Das war der Ziehvater von dem komischen Mädchen. Es gibt einen Hof. Janrik, ihr erinnert euch an das Mädchen. An die kleine, etwas, sagen wir, merkwürdige. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Er ist einer der Bauern. Sein Hof ist etwas nordwestlicher Richtung. Wenn er abends bei mir war, er war immer sehr. Er war schlecht auf die Anführer zu sprechen. Also auf Garere oder Gurta hier. Aber, er war nie bei mir im Keller. Also er ist nicht offen den Zwölfen zugetan. Aber vielleicht können wir bei ihm noch am ehesten die Pferde unterbringen. Das ist zumindest eine Chance. Und er wird ein Interesse haben, dass das Land befreit wird. Seine Tochter, sie hat bestimmt auch schon Aufmerksamkeit erregt. Ja. Lass es uns versuchen. Lass uns zu ihm gehen. Vielleicht solltest du mit ihm sprechen, Oskar. Du kennst ihn am besten. Ja. Okay, gut. Dann machen wir es so. Also, ich gehe zum Bauern und ihr? Kommt mit? Ja, wir müssen zusammen. Wenn sie dich erwischen, das wäre zu gefährlich. Ja. Wir gehen gemeinsam. Na gut. Die Nacht ist euer Freund und ihr kommt relativ unbehelligt zu dem Hof hinüber. Allerdings, wenn ihr euch dem Hof nähert, ja, der Hof ist abgezäunt mit so einem überhüfthohen Zaun.
Und wenn ihr den überklettert oder durch das Tor geht, hört ihr sehr schnell Hundegebell. Oskar würde erstmal von außen näher einen Blick riskieren. Brennt noch Licht? Auf dem Hof ist definitiv Licht, ja. Wir sollten vielleicht nicht drüber klettern. Nein, wir kommen als Freunde. Warte, zieht die Kapuzen runter. Zieht die Kapuzen zusammen und... Dich kennt er ja, Oskar. Und in dem Moment zieht Mora ihre Kapuze über den Kopf und tritt ein wenig in die zweite Reihe. Wie ist das denn? Gibt es irgendeine Art, also kann ich einfach durch ein Tor treten? Kannst durch das Tor durchgehen, ja. Du weißt aber, dass da die Hunde halt sind, ne? Also der Bauer hat Hunde, die den Hof schützen. Hm. Ziemliche Mistviecher. Ja, Oskar steht vor dem Tor, greift daran und schaut einmal nach den Hunden. In der Dunkelheit nicht auszumachen. Die waren schon damals nicht gut auf mich zu sprechen. Eigentlich sind sie auf niemanden gut zu sprechen, außer auf die Bauersleute selbst. Oskar, bei den Zwölfen, du bist durch den Wall gegangen und hast jetzt Angst vor ein paar Kötern. Es geht nicht um die Köter, es geht nur um den Lärm, den sie machen. Sie bellen halt. Das können wir jetzt auch nicht ändern. Vielleicht kommt der Bauer ja raus, wenn sie lang genug bellen. Na gut. Wir sind die Tiere doch da, oder? Ja, ja, ja. Und Oskar macht das Tor auf. Dann geht sehr schnell das Gebell los. Aber keine Hunde kommen. Ja, dann wird Oskar ein paar Schritte, wahrscheinlich einen Weg entlang gehen. Ja, dann geht sehr schnell auch die Vordertür auf und auf die Veranda des Hofhauses tritt irgendwie der dir bekannte Bauer, der Herr Rübensaat, und schaut finster drein, hat so eine Heugabel irgendwie in der Hand und schaut so in die Nacht hinaus. Oh. Edward. Ich, Ulf, ich bin's, Oskar. Oskar. Ja? Ich dachte, du wärst tot. Nein. Dein Laden ist abgefackelt. Wie kommst du hierher? Das ist ein guter Punkt. Ich komme mit den Pferden. Komm mal ins Licht. Ja, langsam. Ja. Alles gut. Und Oskar nähert sich langsam. Wie viel sind 4 Rüben plus 2 Rüben? 6 Rüben. Wie viel kosten die? Bei mir nur 5 Taler. Wie viel bezahle ich dafür? 4 Taler. Gut, du bist kein Untoter, die können sowas nicht rechnen. Da habt ihr recht. Ah, verdammt, Oskar, was? Komm rein, schnell. Ja gut, ja, okay. Und Oskar kommt dann zögerlich hinein. Wir folgen. Ulf, ich falle direkt quasi mit der Tür ins Haus. Warte mal, ruhig, ihr Köter! Danke. Ein gutes Hundchen. Drecksköhlen. Wie auch immer. Ulf, ihr habt doch noch den Stall hinten, oder? Ja. Wir haben eine kleine Reise hinter uns. Ja, nachdem mein Laden abgefackelt ist, habe ich mir erstmal was anderes gesucht, aber... Hier in den umliegenden Dörfern findet man nichts. Meine beiden Freunde da hinten und ich. Warum hast du denn keinen Bescheid gesagt? Alle halten dich für tot. Tot? Nein, warum soll ich...
Naja, egal. Naja, aber nach der ganzen Sache, das war alles so, keine Ahnung, turbulent. Und naja, der Laden war ja alles, was ich hatte. Aber vermutlich hätte ich ja nicht einfach herkommen sollen, da hast du wahrscheinlich recht. Aber immerhin bin ich ja jetzt hier. Ist irgendjemand hat Brände gelegt, ein riesiger Feuerball ist durch die Straßen gezogen, hat fast alles abgefackelt, was auf deiner Straße war. Ich hab's mitbekommen, ja. Da war mein Laden auch. Aber... Viele gestorben hier. Einige haben das Dorf verlassen. Gibt's echt kaum noch was. Das habe ich schon bemerkt. Es war noch stiller als sonst. Aber ich will zur Sache kommen. Meine beiden Freunde und vor allem unsere Pferde, können wir die hier unterkommen? Also unterbringen? Freunde? Ich habe noch zwei Begleiter. Ja. Wer ist das? Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Also Mora kennst du bestimmt noch. Mora? Nie im Leben lasse ich die hier rein. Das ist schon wieder nur die Diskussion. Warum? Ich weiß gar nicht, warum du dich mit der abgibst. Kein gutes Frauenzimmer. Ach so. Ach, Ulf, da... Ich verstehe, woher es kommt. Aber glaub mir, ich will Mora mein Leben anvertrauen. Das ist mein voller Ernst. Du warst schon immer nicht geschäftstüchtig genug. Ist das so? Ich sag nur 4 Taler für die Rüben. Das war für dich. Und ich mochte deine Tochter. Nicht geschäftstüchtig, sag ich ja. Dafür hat es mein Laden trotzdem ziemlich gut gehalten. Ja, ich frag mich, warum. Aber wenn du mit Mora Geschäfte machst und den Feuerball überlebt hast... Glaubst du, ich kann... Zaubern oder was? Nein. Ich bin. Manchmal habe ich auch krumme Dinge. Ist das so? Was für krumme Dinge soll ich machen? Will ich das überhaupt wissen? Nein. Du brauchst nicht. Kommt der nächste Feuerball und mein Hof ist das nächste, was abfackelt. Das glaube ich nicht, nein. Nein, wäre ich das mit dem Feuerball gewesen, hätte ich natürlich nicht meinen Laden angezündet. Oder? Wer weiß, wenn Mora dahinter steckt. Ulf, was ist denn nun? Sie muss auch nicht hier bleiben, nur die Pferde. Lebende Pferde? Natürlich lebende Pferde. Ja, wobei, ich erinnere mich an den anderen. Es sind lebende Pferde. Na gut, lebende Pferde sind okay. Ulf, ich danke dir. Aber Mora setzt keinen Schritt über meine Schwelle. Auch nicht von der Scheune. Und wer ist der andere? Das ist ein Freund, den habe ich in einem anderen Dorf getroffen. Er begleitet uns. Ist ein guter Typ. Genauso gut wie Mora? Besser. Endlich mal jemand in meinem Alter. Also neben Mora natürlich. Nein, er begleitet mich seit ein paar Tagen. Ich meine, er kann sich selber vorstellen. Ulf, der hat sie Sprache verschlagen. Sollte er. Das können wir einrichten. Er tritt vor. Genau, komm her. Huch! Wo kommt ihr beide? Habt ihr gelauscht? Selbstverständlich. Hättet ihr das nicht? Mora wäre auf der Veranda stehen geblieben und dann wieder runter gegangen als sie. Du kriegst einen finsteren Blick von ihm. Sie blickt ihn sie offen zurück und verschwindet dann so ein bisschen in der Dunkelheit vor dem Haus. Gestatten, mein Name ist Jandrik Eichblatt. Es tut mir sehr leid, dass wir eure Ruhe stören. Doch uns bleibt wenig Wahl. Es ist dunkel. Die Pferde brauchen Unterstand. Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns helfen könntet.
Er schaut so zwischen dir und Osko hin und her. Drei Pferde, zwei Leute. Richtig? Uns müsst ihr nicht. Wenn es euch zur Unsicherheit ist, unbedingt Unterschlupf gewähren, doch den Pferden. Darüber wären wir euch sehr dankbar. Drei Pferde. Ganz genau. Zwei Silber pro Bein. Ihr seid offensichtlich geschäftstüchtiger als mein Freund Osko. Wenn ihr Mora dabei habt, habt ihr auch Geld. Zehn Silber. Elf Silber. Und ich leg noch frisches Wasser dazu für die Pferde. Und Heu. Heu kostet ein Kupfer extra. Elf Silber mit Heu. Ihr seid ein harter Verhandlungspartner. Elf Silber inklusive Heu ohne Wasser, aber dafür erzählt ihr, wo ihr herkommt und hoffentlich eine ziemlich gute Geschichte. Was bringen mir die Pferde, wenn sie verdurstet sind? Mit Wasser. Das habt ihr schön eingeflechtet dann übrigens. Die Geschichte und ein Lied. Ein Lied könnt ihr haben, eine Geschichte könnt ihr haben. Ihr könnt sogar eine Geschichte haben, die ihr wahrscheinlich gar nicht hören wollt. Ich nehme lieber eine Geschichte, die ich hören will, kann und darf. Was haltet ihr davon, guter Mann, wenn wir interessante Informationen austauschen? Ich, beziehungsweise wir, haben Informationen, die euch eines Tages vielleicht das Leben retten könnten und ihr habt welche, die uns heute helfen können. Informationen leiten einen immer am Leben, ja. So ist es. Na gut. Elf Silber, kein Lied, aber dafür Informationentausch. Wenn ihr wollt, können wir gerne auch singen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich möchtet. Nein, Osko singt hier gar nichts. Ey. Was denn heißen? Du kannst keinen Ton halten. Aber ihr, Ulf? Ich soll ja auch nicht singen. Richtig. Bloß nicht. Wenn hier einer singt, dann meine Frau. Meinetwegen. Aber die kann nur schmutzige Lieder. Na gut. Dann stellen wir die Pferde unter. Ja, dann machen wir das. Ne? Ja. Ja, wir sorgen dafür, dass wir die Pferde untergestellt bekommen und setzen uns dann zu ihm, wenn er das möchte. Moro verabschiedet sich von euch. Bevor sie geht, hält Jandrik sie nochmal fest. Schau dich etwas um. Find so viel raus wie möglich. Und pass auf dich auf. Ihr auch. Mit diesem Abschied verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Ja. Sind wir raus. Und der Ossi hat uns irgendwie auch verlassen. Ist er rausgeflogen? Ja, Computerprobleme. Sollte aber gleich wiederkommen. Hoffen wir. Aber wir hatten ja eh schon ein bisschen überzogen. Ja, interessante Session heute wieder. Ja. Vielen, vielen Dank für den Raid und für die zwei Raids sogar. Einmal Zeitiger haben wir gar nicht Hallo gesagt. Also ich zumindest nicht Hallo, Leute von Zeitiger. Ich grüße euch
Und ja, ESK hat auch schön Finsterkamp-Kampagne selbst geschrieben gemacht. Sehr cool, finde ich gut. Ja, wir spielen so ein halbes Ding zwischen selbst geschrieben und aus dem Buch. Ab ESK spielt ja immer leider immer, wenn wir spielen. Ja, das machen einige. Der Sonntag ist irgendwie bei gut, ne? Ja. Weil die sind nämlich auch sehr gut. Da kann man eigentlich auch reinschauen, aber natürlich nicht, wenn wir spielen. Ja, lasst auf jeden Fall mal lasst auf jeden Fall mal Liebe da. Ne? So, schauen wir nochmal, ob das ist genau falsch rum hier. Ja, die Gruppe hat sich gesplittet. Das war auch unerwartet. Ich hätte es rausgehauen. Das ja. Heißt, jetzt sind wir eh am Ende. Passt. Ja, wir sind fertig, gerade beendet. Genau. Ja, never split the party, ne? Tja, we did it. Kann nur schlimm werden. Was soll schon passieren? Gruppen splitten sich. Kann nur schlimm werden. Da passiert doch niemals irgendwas Schlimmes. Wo kommt der Killer mit der weißen Maske und der Säge? Gibt es sowas? Beim nächsten Mal. Astanio mit als Killer mit der Maske. Kennen wir auch schon die Szene. Oh ja. Ja, spannend. Es wurde sich ja in den Videokommentaren gefragt, warum Astanio die Aktion beim letzten Mal gemacht hat. Heute gab es eine ganz kleine, vielleicht nicht hundertprozentig befriedigende Antwort, aber immerhin eine Antwort. Und ja, Eiszeit herrscht ein bisschen, aber ich glaube, dass die Trennung der Gruppe tut dem Ganzen dann auch ein bisschen gut, was das angeht zumindest. Zumindest Jandriks Laune ist gestiegen, seitdem Astanio weg ist. Jandrik hatte natürlich nur professionelle Gründe, die Gruppe zu trennen. Also natürlich. Ja, auf keinen Fall um irgendwas anderes. Natürlich. Natürlich. Oh. Ja. Gevatter sagt, ist doch Gesetz im Horrorhaus immer allein in den Keller gehen. Ja. Oder, genau. in den geheimen Wandschrank. Ja, Mora schleicht jetzt alleine durch Neu-Ogrenwacht in der Dunkelheit. Es kann nichts schief gehen. Mit dem Ruf, den Mora hat, wirst du nicht von jedem Bauer eingeladen. Gut, verständlich. Aber doch, fand ich auch sehr gut. War ja sowieso nicht der Plan, bei irgendwem drinnen unterzukommen, sondern sich woanders Unterschlupf zu suchen. Ja, und Jandrik nimmt, ist ein alter Feilscher. Ja, ich meine, wer finde ich eher? Und Astanio hat jetzt Kinder an der Backe. Zumindest für den A fürs Abendessen. Das eine Kind hatte Suppe entsalzen. Mhm. Und das andere kann Sachen größer und kleiner machen. Oh, das Beste und das dritte kann Würfel lassen. Schweben lassen. Ja, yippie, yay, yay. Mein hat ein Haustier. Ja, ein Kampf. Eine Kampfeule. Keine Kampfeule. Eine ganz kleine Kampfeule. Noch ist sie klein. Hättest du das Wiesel behalten? Tja. Wiesel hat es noch hat Elena noch nicht erlaubt. Das, ich hab's noch nicht erlaubt. Und das Tier wird auch nicht mitkommen. Auch wenn das was? Ich protestiere. Ich sehe schon Tränen fließen beim nächsten Mal. Ich weiß es noch nicht. Ich bin gerade so ein Kullertränen. Ja, ich glaube, das Ding muss mit, aber dann in einem kleineren Käfig. Ja. Das Ding kann fliegen. Noch wahrscheinlich nicht. Ist noch eine Babyeule. Ja, die gehört doch eigentlich noch ins Nest zu Mami und nicht handgefüttert. Also jetzt nicht wirklich. Wir brauchen einen Postboten. Ja, wirklich. Also ist jetzt nicht wirklich so ein ganz frisch geschlüpftes Ding. Also ist halt noch klein, aber jetzt nicht sonderlich, nicht jetzt gerade ein paar Tage alt oder so. Ja, aber interessant, dass die im Winter schlüpfen, aber. Wie gesagt, nicht frisch geschlüpft, ne? Ja, okay, Magie dann. Außerdem, Magie. Ja, sind die jetzt, ja, Flügge, ja, aus dem Frühjahr dann. Ist halt noch klein. Ja. Genauer untersucht habt ihr das Ding ja noch nicht. Nee. Eigentlich ist es ein Hypogreif. Aber das kommt erst noch. Oder ein richtiger Greif.
Ja. Freut sich Astanio. Nicht. Gibt schlechtere, also für alle, die es nicht wissen, Greifen sind die heiligen Tiere des Praios. Ne? Und die mögen Magie auch gar nicht so richtig toll gerne. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Ein paar interessante Szenen gab es auf jeden Fall. Finde immer wieder spannend, wie er die Geschichte irgendwie hin und her wendet. Aber ich habe auch schön ein paar Hints noch setzen können. Ja. Ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr das hier nachschaut und ihr das Intro halt gesehen habt, ne, das bitte nicht spoilernd in die Comments schreiben. Ich werde irgendwie auch eine Schnellmarkierung setzen auf YouTube, damit meine Spielerinnen, die das ganz gerne mal nochmal nachhören, schauen, das auch überspringen können. Ja, es ist herzallerliebst. Ich bin ein ganz herzallerliebster Meister, ja. Wenn es nicht um Cliffhanger geht. Oh, heute ging doch. Heute war das. Ich habe das Ende nicht mitbekommen. Ich habe das Ende nicht mitbekommen. War ganz lieb. War ganz, ganz lieb. Eigentlich habt ihr beendet heute. Ja. Ja, bin gespannt. Aber wir müssen auch auf die nächste Folge müssen wir ein bisschen warten, denn in 2 Wochen ist Ostern. Und da haben einige von uns andere Dinge zu tun, außer sich in die Ostrabenmark unter Nekromanten zu trauen. Und deswegen spielen wir erst nächsten Monat weiter. Oh, ja. Am 1. Mai. 1. Mai. 1. Mai, genau. Also seid ihr alle noch total durch, weil ihr in den 1. Mai hineingetanzt seid. Natürlich alle für euch oder mit 1,50 Meter Abstand und alle mit Maske. Und ich werde am 1. Mai wahrscheinlich Goblins jagen. Pen and Paper. Also sie schütteln nicht so mit dem Kopf. Du kannst Stuhltanz machen an deinem Schreibtisch, so mit drehen und Es gab damals die große Diskussion mit meinen Eltern, dass sie mich unbedingt in den Tanzkurs stecken wollten. Aber ich sagte, ich bin der Typ, der die Musik zum Tanzen macht. Aber tanzen tue ich nicht. Nicht in 100 Jahren. Es kommt auf die Definition von Tanz an, ja. Ja, okay, also dann müsst ihr jetzt wieder 4 Wochen warten, bis ihr erfahrt, wie es weitergeht mit der Gruppe. Ich hoffe, das ist euch nicht zu lange. Und ich habe dann noch mal mehr Zeit, um die restlichen Podcasts zusammenzuschneiden. Denn diese Runde gibt es immer auch noch geschnitten und bearbeitet als Podcast auf den üblichen Podcast-Quellen. Am besten findet ihr das über meine Homepage. Da im Chat steht ja auch gerade der Linktree. Da findet ihr die auf jeden Fall. Und kann man immer nur empfehlen, den Podcast zu hören, weil der irgendwie in der Bearbeitung nochmal anders wirkt als das Spiel hier. Und und das könntest du auch gerne bewerten bei den Plattformen, die das zulassen. Natürlich auf YouTube später auch irgendwie gerne kommentieren, wenn ihr es nachschaut oder noch ein zweites Mal schaut. Wir freuen uns über jede Anregung und konstruktive Kritik. Und über Däumchen und so sowieso. Auch wenn das nicht ganz so wichtig ist. Weil wir werden vom Algorithmus sträflich vernachlässigt. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Ja, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Und ich empfehle euch jetzt auch gleich weiter. Ich muss noch mal gucken, wohin. Und ob die Twitch-Seite ist noch zulässt, dass wir irgendeinen Tabletop-RPGler finden. Der noch streamt. Warhammer sehe ich hier, wird gespielt. Mögt ihr Warhammer? Also, Kako muss ich nicht fragen, ne? Ansonsten gäbe es noch Vegro TV. Die sind noch gerade live. Ja, die habe ich aber schon so oft geradet, ne? Okay. Die kennen wir schon. Hier, Warhammer, ich weiß gar nicht, ist das Deutsch?
Das ist gar nicht Deutsch. Dann macht das nicht wirklich. Dann gehen wir doch lieber wieder hier zu. Obwohl, wir haben hier auch noch Cthulhu. Cthulhu. Von einem Grusel-Setting ins nächste Grusel-Setting. Ja, gehen wir noch mal zu Cthulhu rüber. Das ist doch ganz schön. Grüßt schön, die haben auch relativ wenig Zuschauer. Und die freuen sich bestimmt über euch. Grüßt schön, macht keinen Unsinn und benehmt euch. Und ich muss immer noch, ich check das nie, wie das hier alles funktioniert. So, das da. Viel Spaß bei Cthulhu, bei Hyjuga Live. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.